Wir starten auch jetzt gleich rein in Crusader Kings 3 und wir spielen dann bis in den Abend Crusader Kings 3 rein. Müssen wir mal gucken, wie lange wir heute insgesamt machen. Hallöchen Haferflocke. Okay, es sind echt viele Sachen, die hier gerade aufploppen. Wo packe ich mich denn hin? Wo war ich denn die letzten Male immer? Ich glaube, ich saß immer hier in etwa, ne? So vom Vibe her saß ich, glaube ich, immer in etwa hier so drinnen. Hallo Rylan. Warst du nicht über deinem Avatar? Nee. Das ist Max, der das gemacht hat. Max saß über seinem Avatar. Bei seiner Reihe. Wurde hier mit Hand und Blatt verwechselt. Okay. Ich kann auch hier noch ein bisschen. Dann seht ihr das Datum nämlich vollständig. Das ist auch noch wichtig und interessant. Du hast in deinen Videos rechts in dem Avatar gesessen. Echt? Wirklich? Ich saß hier? Das ist ja weird. Gut. Wenn ihr sagt, dass ich hier saß, dann sage ich hier. Saß ich hier. Dann habe ich mich selbst mit einem anderen Content Creator verwechselt. Noch besser. Okay, was ist das Letzte, was wir mitbekommen haben? Wir haben das Hochkönigreich der Nordsee gegründet. Auf jeden Fall. Ich muss mal mit der Lautstärke gucken. Dass das hier gut passt. Genau. Wir haben das Königreich der Nordsee gegründet, auf jeden Fall. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was alles war. Wir haben den Blutvater. Lass mich mal schauen, genau. Wir wollen ja unseren Hexenzirkel weiterführen. Wir wollen Frauen an die Macht bringen. Deswegen haben wir auch mit Königin Myra angefangen. Wir sind in dritter Generation. Die ersten Sachen, die ersten Problematiken fangen überall schon an. Hä, wie habe ich denn meine, wie ist denn meine Nachfolge geplant? Weiß ich selber schon, wie meine Nachfolge geplant ist? Oh, ich hätte theoretisch gesehen meine Töchter jetzt schon ready, um jetzt umzusteigen, ne? Habe ich schon versucht umzusteigen? Ja, offensichtlich. Offensichtlich bin ich schon in meinem Modus, eine frauendominierte Religion zu machen. Ich werde halt super viele Gebiete verlieren, wenn ich das mache, weil ich halt lauter Frauen, also ich habe halt viel mehr Frauen, also Töchter als Söhne. Das heißt, meine Gebiete werden sich halt alle komplett zerreißen, wenn ich das mache. Aber ich halte es prinzipiell trotzdem für eine gute Idee. Alleine deswegen gehen, weil das ja das Ziel von unserem Spielstand ist. Weil das ja schon das Ziel unseres Spiels auch ist, dass die Frauen an die Macht kommen und wir mit den Frauen dann einfallen. Also früher oder später muss ich den Sprung sowieso machen. Früher oder später muss ich sowieso wechseln und der Wechsel wird so oder so katastrophal werden. Also machen wir es lieber jetzt als gar nicht. Dann ist es erledigt. So war das. Genau, ich wollte das mit Tor. Ihr seid halt. Wir sind schon feudal. Wir sind schon feudal. Ich bin feudal geworden, weil ich das Achievement Nordseekönigreich, Hochkönigreich gründen geschafft habe. Das ist dieses Achievement, wo du. Was war's? Schweden, Dänemark und England, glaube ich. 30 Jahre lang halten musst als König. Und wenn du das schaffst, dann kannst du das Hochkönigreich der Nordsee gründen und wirst dadurch auch feudal. So, Sophia ist auch erwachsen geworden und die kann ich auch als Schildmaid berufen. Aber sie will nicht. Warum? Oh, weil sie feige ist. Gut. Dann nicht.
Meine Tochter Asa soll mit jemandem auf heftigste korpuliert haben. Ihre Affäre Önundur, der Herzensbrecher. Ach, scheiße. Welche ist das denn? Ist das meine älteste Tochter? Bitte nicht. Nein, es ist meine zweitälteste. Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich dachte schon. Es ist nur meine zweitälteste. Jut. Boah, ich dachte gerade schon, mein Erbe wäre hier verschmutzt worden. Ja, die Sache ist halt, ihr seid halt tatsächlich mehr im Bilde darüber, was gerade abgeht in dem Spielstand, als ich, weil wir ja natürlich die ganzen alten Crusader Kings 3 Folgen abgespielt haben, während ich in Krankenstand war. Und für mich ist jetzt ein Monat her, dass ich das letzte Mal Crusader Kings 3 gespielt habe. Und manche von euch haben das Video letzte Woche gesehen, also bear with me. Dass ich erst wieder ein bisschen reinfinden muss. Aber wir haben jetzt auch wieder jede Woche CK3 im Stream. Also kommt wieder mehr jetzt. Hallo Ludo. zusätzliche Steuern. Das schmeckt auf jeden Fall. So, wie viel Frömmigkeitspunkte werde ich wohl brauchen? Ich meine, meine Frömmigkeit fährt eh schon ordentlich rein. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, eine neue Religion zu gründen. Ich würde jetzt einfach mal... Nee, wir wollen nicht die Kultur, wir wollen meine Religion gründen. Achso, schon wieder falsch. Wenn ich jetzt einfach mal den asatruischen Glauben... Ich bin im Krieg. Mit wem denn? Wo denn? Kann der nicht einfach aufgeben? Ich will dann keine Armee hinschicken, das kostet Geld. Kann der nicht einfach aufgeben? Was habe ich denn da an lokaler Armee? Ich wollte gerade sagen, 34 Mann ist vielleicht nicht so viel. So viel werden die ja wohl nicht da drüben brauchen, oder? Dann beenden wir den Krieg mal ganz schnell und dann habe ich wieder meine Ruhe. Okay, mit 1274 Mann wird das wahrscheinlich eher nichts werden. Sind die gerade alle am Arsch? Die sind alle am Arsch, weil wir gerade im Krieg waren. Vielleicht mische ich mich einfach nicht ein in den Krieg und warte, bis er vorbei ist. So lange werde ich ja hoffentlich noch leben. Ich habe keinen Hofarzt. An den will ich auch noch anerben, andingsen. Rekrutieren, jawohl. Okay, ich habe keinen Hofarzt. Ich habe allgemein gar nicht. Junge, meine ganzen Hofämter sind RIP. Wieso? Was habe ich denn hier angestellt? So, habe ich hier vielleicht noch irgendeinen Champion einfach nur, der zum Beispiel der ist 40. Warum hassen mich die alle? Unreformiert, hinterlistig, Sippenmörder, hat Verwandtschaft unrechtmäßig hingerichtet, hat einen Verwandten hingerichtet. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Hä? What happened? Warum bin ich so ein unsympathischer Mensch? Was hat Vergangenheitspia gemacht? Warum? Warum? Ja, ich hatte die ganzen Aufstände, ne? Ja, wir hatten die ganzen Aufstände. Business as usual. Heirate mal Hofmild. Hofmilde, Bilbilbildel. So, die wird meine neue Hofärztin. Die ist erst 26, ist eine scharfsinnige Intellektuelle. Die will ich auf dem Hof haben. Ich habe jetzt einfach mit einem meiner Ritter verheiratet. Dann kommt die zu mir auf den Hof. Komm, sag zu. Na komm schon,
Ja, komm schon. Holmfrid. Na komm. Du hattest sogar überlebt, mit dem Selbstmord zu begehen, weil er so unbeliebt ist. What happened? Warum? Aber wir werden auch meine Hoferbämter gerade nicht alle angezeigt, oder? Ah, ich muss auf alle gehen. Ich hatte ja königliche. Ah, okay. Jetzt ergibt Sinn. Ich hätte hier auf alle gehen sollen. Dann hätte ich gesehen, dass nicht alles so komplett RIP ist. So, du wirst meine Dingsterbumster werden. Und du wirst auch gleichzeitig mein... Oh, meine Tochter kann mein Hoftutor werden. Die Feige. Das finde ich gut. Aber ich brauche auf jeden Fall einen Arzt, wenn ich ein bisschen länger überleben möchte. Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich nicht, dass alles nicht mehr rechtzeitig schaffen werde. Gerade weil jetzt dieser Krieg hier noch herrscht und der auch einfach nicht weiter tut. Und ich will ja eigentlich nur meine Religion reformieren. Vergangene Spia hat gefeiert. Nee, die hat gar nicht so viel gefeiert. Die war verzweifelt. Ja, ja. Die weibliche Herrschaft müssen wir noch einführen, auf jeden Fall. Aber das wird halt leider auch so ein bisschen eine Herausforderung werden. Das wird leider auch so ein bisschen eine Herausforderung werden. Das wird auch so ein bisschen eine Herausforderung werden. Es ist ein kleines Mädchen geworden. Cecilia Astotter. Okay. Ich könnte die halt töten. Das wäre aber ziemlich heftig, wenn ich das machen würde. Ich könnte sie auch enterben, aber das brauche ich eigentlich gar nicht gerade. Machen wir eine Begnadigung. Ah, ich könnte eine Aberkennung gibt einem Lehnsherrn die Gelegenheit, nach Belieben einem Untertan einen Titel abzuerkennen. Ja, machen wir das. Das okay. Sie darf wieder für mich kämpfen. Das ist in Ordnung. Aber dass sie ein uneheliches Kind gemacht hat, ist halt trotzdem ein bisschen doof. Aber man kann, ich konnte es ja verzeihen, dann ist das in Ordnung. Aber es würde halt storyline-technisch nicht passen, wenn ich sie jetzt dafür hassen würde. Weil wir ja eine Frauen-Dingsterbumster machen wollen. Eine Frauenrichtung. Und wir mal gleich gucken, was wir aus der Religion gleich machen. Wichtig wäre nur, dass ich hier meine Soldaten beruhigen, damit ich da drüben diesen Krieg ganz schnell beenden kann. Damit ich dann diese Religion reformieren kann. Aber ich kann das nicht machen, solange ich im Krieg bin. Auch dann nicht, wenn ich nur quasi dazugerufen wurde in den Krieg. Also das ist ein frischer Run. Nee, der Run ist tatsächlich schon sehr viel älter. Oh mein Gott, mein Bruder ist gestorben. Was? Er trank sich zu Tode. Und König ist Jobberen. Ist jetzt der neue König von Finnland, ne? Was war der? Der war König Dingsterbumster, okay. Ich bin gleich wieder bei euch, es tut mir leid. Ich muss hier ganz kurz. Ich bin sehr, sehr verwirrt.
Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass der gestorben ist. Dass der gestorben ist, bedeutet, dass ich auch sterblich bin. So, es ist ein langer Run. Es ist der Hexenzirkel-Run, den wir vor Ewigkeiten gestartet haben. Ups. Das ist viel Kohlensäure in meinen Magen. I'm sorry. Es ist der Hexenzirkel-Run, den wir vor Ewigkeiten gestartet haben. Und den gibt's auch komplett uncut auf YouTube. Für alle, die es verpasst haben. Aber ich schaue jetzt selber gerade auch das erste Mal seit einem Monat hier wieder rein. Also es fühlt sich ein bisschen an, als wäre es frisch. 4. Hm. Okay, der ist gestorben. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Habe ich mächtige Vasallen, die... irgendwo rein wollen? Nee, gerade nicht, ne? Das sind einfach nur... das sind auch kleine Vasallen. Also der ist auch nicht besonders mächtig. Dann packe ich da einfach meinen Sohn rein, damit er noch ein bisschen an Punkten dazu bekommt. Die sind jetzt alle nicht so ultra krass. Aber heftig, dass mein Bruder gestorben ist. Alter, warum das auch einfach nichts wird hier? Ich habe halt eigentlich gar keinen Bock hier. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe gar keinen Bock, hier Krieg zu führen. Überhaupt keine Lust. Aber ich schicke da jetzt gleich 2000 Mann rüber. Und dann beende ich das und dann ist gut. Oh, ich habe kein Geld. Es tut mir unfassbar leid, aber ich habe einfach kein Geld. Und ich habe echt Angst. Ich habe jetzt so viele, ich habe so viele Frömmigkeitspunkte gesammelt. Ich habe echt Angst, dass ich jetzt nicht dazu komme, rechtzeitig zu reformieren. Einfach nur, weil ich im Krieg festsitze von wem anderen und nicht reformieren kann, während ich im Krieg bin. Das würde mich maximal abfacken. Das würde mich wirklich maximal abfacken. 1000, warum habe ich denn nur so wenige hier? Ich will halt auch nicht meine ganze Armee ausheben. Ist halt einfach viel zu viel. So, mehr brauche ich nicht. Ich habe gar keinen Bock, da 10.000 Mann auszuheben für so eine kleine Scheißerei, die da hinten abgeht. So, das ist halt gar keine Nerven für. Auch nicht notwendig. Dann mach mal schneller hier. Dass wir das noch schnell umgesetzt bekommen. Feudal zu sein ist echt teuer, ist Katastrophe, ne? Das ist komplette Katastrophe. Alter, meine ganzen Geschwister sterben. Gesundheit stirbt. Ach, die wurde hingerichtet. Und deswegen habe ich jetzt mit der kein Bündnis mehr. Ach, scheißen. Ach, scheißen. Es ist unsere Pflicht, die Beziehung zwischen der nächsten Generation von Herrschenden zu pflegen, meint Hochkönigin Suete. Einige eurer einflussreichsten Vasallen haben Kinder, die Iva unbedingt kennenlernen sollte. Hochkönigin, also das ist meine Frau, ne? Und die möchte... die sind alle mit mir verwandt, der nicht. Von wo kommt der? Da und aus welchem Haus kommt der? Okay, der ist... Ich meine, mein Sohn wird auch nicht erben. Das weiß er nur noch nicht. Also wenn ich rechtzeitig diesen Krieg beende, dann wird mein Sohn nicht erben.
Müssen wir mal gucken, ob ich rechtzeitig diesen Krieg beende. Ich hoffe es. Jawoll. Jawoll. Ah, wir haben noch eine Nebenlinie gerade bekommen. Ja, komm. Komm. Mach sie weg. Oh, warte, meine Frau ist schwanger? Mit 44? Und ich bin 72? Die ist doch niemals von mir schwanger. Die ist doch niemals von mir schwanger. Hallo, Emelino. Wer weiß, mit wem die im Bett war. Die ist safe nicht von mir schwanger. Die hat safe einen anderen. Wieso sollte sie nicht von dir schwanger sein? Ich hab das im Urin. Ich hab das im Urin, meine Freunde. Wie viele Fruchtbarkeitsboni hast du denn? 20%. Ich glaube noch ein bisschen was durch... Moment, Leute. Bitte? Ach so, okay. Alles klar. Hallo, Kiba. Der Timurin, der gerade warm das Bein runterläuft. Ja. Ja. Ich verliere gerade so viel Zeit damit, dass ich in einem Krieg kämpfe, der nicht meiner ist. Und ich einfach nur darauf warten muss, dass der gerade vorbeigeht. Das nervt mich gerade richtig. Ich will doch nur meine Religion reformieren. Und ich will vor allem nicht sterben, bevor ich das gemacht habe. Und bei meinem Glück erklärt mir jetzt gleich noch irgendjemand wieder den Krieg. Und dann kann ich es wieder nicht reformieren, weil ich wieder im Krieg bin. Das ist einfach nur anstrengend. Wegen irgend so einem Anspruch. Das ist einfach nur anstrengend gerade. Ich will doch einfach nur meine Religion reformieren. Und ich kann nicht. Ich kann nicht, weil ich im Krieg bin. Das ist so ätzend. Gerade. Meine Güte. Und ich rieche es schon, ne? Ich rieche schon, dass das schief gehen wird. Ich rieche schon, dass das schief gehen wird. Und dass ich einfach gleich mich mega ärgern werde, weil ich gleich sterben werde. Und einfach dann meine Religion nicht reformiert habe. Einfach nur, weil ich in einem fremden Krieg festsaß, aus dem ich nicht austreten kann. Ja, es gibt durchgehend Fraktionen gegen mich. Durchgehend. Aber das sind nur Populisten. Also die sind halt alle nicht, die sind alle nicht gefährlich, aber sie ploppen halt die ganze Zeit auf, weil was soll ich machen? Ich bin halt Großkönig. Du hast halt dauernd irgendwelche Kriege, in die du reingezogen wirst. Und du kannst halt nicht in Religionen reformieren währenddessen. Das ist halt super pain. Hallo Indy. Ich habe noch eine Tochter bekommen. Oh. Eine gute Tochter. Eine sehr, sehr gute Tochter. Holy shit. Eine sehr, sehr gute Tochter.
Ja, machen wir das. Würde mich nicht wundern, wenn die stirbt. Wenn die das nicht überlebt, dass sie zum Spielen war. Kinderfeste sind, also ohne Scheiß, diese Spiele, Spieleverabredungen sind einfach der größte Kindermörder in diesem Spiel. Da sterben so viele Kids. Wenn sie gut ist, dann muss sie doch von dir sein. Aha. Ist das so? Hallo Duriman. Ich habe heimische Angelegenheiten schon drin. Das hilft nichts, gerade was zu ändern. Ich habe einfach zu viele unterschiedliche Gebiete mit unterschiedlichen Religionen und Kulturen. Die hassen mich immer. Hallo Robert. Hallo Neil. Mann, ich spiele einfach Abfangen mit denen und ich hasse es. Geb doch einfach auf. Ihr gewinnt das sowieso nicht. Geb doch einfach auf. Na komm. Wie lang denn noch? Es sind einfach 12.000 gegen 1.800 Mann und sie wollen einfach nicht aufgeben. Warum? Ich habe gerade Vlesk statt Velsk gelesen. Was will denn Vlesk von mir? Hallo, das Scope. Es sind doch erst 3 Jahre. Ey, ich sterbe einfach weg, bevor der Krieg vorbei ist. Ich sag's euch. Ich werde einfach wegsterben, bevor der Krieg vorbei ist. Und ich werde so raustilten. Ich werde so... Oh, hallo. Ich habe nicht genug Geld, um den zu rekrutieren. Was eine Scheiße. Ja, nimm's ein, komm schon. Na komm. Nimm's ein. So, die nächste, die erwachsen geworden ist. Kann ich die als Schildmaid berufen? Ja, geil. Und das ist einer meiner Söhne. Der ist ein Poet geworden. Und ein Genie und geil. Und die ist verlobt mit Prinz Sven von Wales. Oh Gott, nein. Wir haben die Verlobung erfüllt. Perfekt. Jetzt ist sie die Prinzessin Thyra Thorsten von der Nordsee, die mit dem Prinz Sven Norrison von Wales verheiratet ist. Was ich ganz gut finde. Und der hat den Anspruch an Wales. Aber er ist, glaube ich, nicht der Erste in der Folge. Aber das ist ja erstmal auch nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall eine gute Hochzeit. Ich habe auch kein Geld, um mich darum zu kümmern.
Ich habe leider für gar nichts Geld gerade, weil einfach alles zu viel kostet von allem. Los, stürm es einfach. Nein! Ich bin in dem Moment, habe ich den Krieg gewonnen. Ich habe in dem Moment den Krieg gewonnen. Ich hätte einfach in diesem Moment, hätte ich meine Religion reformieren können und dann hätte ich jetzt mit meinem weiblichen Charakter weitergespielt und dann wäre diese Scheißreform durchgekommen. Und jetzt muss ich einfach einen gesamten neuen Charakter hochleveln, damit ich genug Glaubenspunkte bekomme, um diese Scheißreligion zu reformieren. Einen gesamten Charakter neu. Ich schmeiß meinen PC aus dem Fenster. Dankeschön, Bulli, für die 3 Monate. Dankeschön. Hochkönig Thor von der Nordsee ist nach 74 Jahren nun fortgegangen, um an den Festmahlen im Jenseits teilzunehmen. Er starb an Altersschwäche. Obwohl er berühmt war für seinen scharfen Verstand, konnte er am Ende den Tod doch kein Schnippchen schlagen. Hochkönig Ivar besteigt den Thron. Ivar ist Ehepartner und Familie treu ergeben und wird das Wohlergehen seiner Dynastie bestimmt über alle persönlichen Belange stellen. Ich fange eine Affäre mit meiner Schwester an. Ich kann nicht neu laden. Ich spiele Iron Man. Da kann man nicht neu laden. Außerdem wäre das Cheaten. Gut. Aber immerhin ist das jetzt vorbei. Was habe ich denn, wo bin ich denn gut drin? Ränkespiel und Diplomatie. Ich bin dumm. Das ist natürlich Weltklasse. Lass uns mal auf Patriarch weitergehen und das fertig machen. Wen versuche ich da gerade zu töten? Wer ist das? Okay, ich versuche da irgendwen hinzurichten, aus welchen Gründen auch immer. Der neue Hochkönig. Nachdem mein Vater Hochkönig Thor von uns gegangen ist, lastet die schwere Bürde, die riesigen Ländereien zu regieren, auf meinen Schultern. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und lege die Hände übereinander. Oh, was ich alles erobern werde. Okay. Wie viele Gebiete habe ich eigentlich verloren? Ja. Wie zum Fick ist das passiert? Jut, da ist einfach ein Loch in meinem Reich. Frechheit. Okay. Ja, jetzt haben wir erstmal Fraktionen gegen uns, das Weltkanzler. Kannst du bitte einfach diesen Scheißkrieg jetzt beenden? Ohne Mist jetzt. Es ist auf 100%. Beende diesen Scheißkrieg, damit ich endlich meine Ruhe habe. Bevor ich hier einen kompletten Anfall bekomme. So. König Snorri muss in den Rat. Wie mächtig ist der? Mächtig. Wollen. Ah, der ist halt scheiße, ne? Aber der hat halt 2000 Dude. 2000 Dings hier. Wir packen den auch mit in den Rat. Wir wollen uns um heimische Sachen kümmern, auf jeden Fall. Aber immerhin hast du wieder etwas Geld. 9. 9 Gold. Ja. So, ich kann Bündnisse aushandeln. Ich will mit dem ein Bündnis. Ich will mit dem ein Bündnis. Ich will mit dem ein Bündnis. Okay. Und dann will ich erstmal gucken, wer hat sich denn gegen mich gehoben.
Die wollen Tiara, meine Halbschwester, auf den Thron bringen. Das Problem ist, ich würde meine Halbschwester auch selber auf den Thron bringen wollen. Ich würde das sogar unterzeichnen mit meiner Halbschwester. Aber ja. So, die hat leider auch nur eine Dings. Hochkönigin Ragfried. Yo, I'm sorry, aber ich brauche diesen Posten. Ich muss jetzt innerhalb von meinem Reich, muss ich Frieden siegen. 2000 ist viel. 2000 ist viel. Was ist mit dem da? 4000 ist noch mehr. Wenn ich mit dir ein Bündnis möchte, hast du noch eine Tochter, die du noch nicht verheiratet hast? Zum Beispiel diese hier. Jawohl. Und so habe ich jetzt Dänemark. Und jetzt kann sich Dänemark nicht mehr gegen mich aufstellen. Dafür habe ich den Dude verloren, aber der hat nur 300 Mann, deswegen ist das egal. Ich habe jetzt quasi einfach Dänemark gegen diesen Vasallen getauscht. Und dann kann sich Dänemark schon mal nicht gegen mich aufstellen. Ha, habe ich mich vertan? Bitte nicht. Habe ich die falsche ausgewählt? Nee, das ist nur noch nicht durchgeblinkt. Das ist nur noch nicht durchgegangen. Oh Gott. Okay. Ich dachte gerade schon. So. Das heißt, mit dem habe ich jetzt ein Bündnis. Und der kann sich nicht mehr gegen mich stellen. Sehr gut. So, jetzt muss ich mit dem Dude noch irgendwie ein Bündnis finden. Das Problem ist, dass der eine Tochter hat. Der hat eine Tochter. Und ich habe eine Tochter. Das heißt, wir kriegen da noch keine Kombination rein. Aber ich kann mal versuchen, mich mit dem gut anzufreunden. Das wäre eine Wichtigkeit. Damit der mir nicht in den Rücken fällt. Was habe ich denn noch für Vasallen, die mich nicht mögen? Der möchte auch einen Ratsposten haben. Das geht nicht. Ich habe nicht genug Ratsposten für alle. Das ist ein bisschen doof. So, okay, persönliche Gottheit festlegen können wir noch machen. Okay, wollen wir Kriegsführung, was haben wir hier? Wir wollen Odin für Frömmigkeit und Co. Verbrecher können eingekerkert werden. Das interessiert mich gerade alles nicht. Ja, dann mag mich der schon mal mehr und möchte vielleicht nicht mehr gegen mich vorgehen, was ganz gut wäre. Ja, das wird zwangsweise zerfallen. Aber ich kann meine Dings verschenken. Ich kann dem ein Artefakt schenken. Nämlich eines von den kaputten, bei denen ich mir gerade nicht leisten kann, sie zu reparieren. Weil ich bin ja smart. Ach, die kann ich gar nicht verschenken, weil... Nee, doch das da, weil das wird gerade kaputt. Aber ich habe keine andere Krone, ne? Haben wir noch irgendwas, was kaputt wird, was ich mir gerade nicht leisten kann?
Achso, da steht eh auch was equipped ist. Okay, wartet mal ganz kurz. Lasst mich mal selber erst gucken, was ich selber überhaupt equipped habe. Das kann ich, das ist ein Spielzeug, das kann ich nicht tragen. Das trage ich schon. Das trage ich auch schon. Da habe ich auch schon die Streitaxt von dem hier. Was macht die? 2 plus 5, 2 plus 5, das ist halt literally dasselbe. Ja, wir schenken dem einfach irgendwas. Ich brauche nicht so viel Zeug. Wir schenken dem einfach den Speer. Dann mag er mich vielleicht ein bisschen mehr. Nice. Okay, ich muss diese scheiß Tooltips ausschalten. Wo geht denn das nochmal? Einstellungen, Spiel. Nein. Reaktive Vorschläge sind... Oh! Er hat dich gefälligst zu mögen, wenn er einen Speer bekommt. Ja, definitiv. Definitiv. Genau, und wir versuchen ja hier, diesen Komplott werden wir jetzt beenden, weil das echt einfach völlig für nichts ist. Und gleichzeitig muss ich jetzt wegen den Aufständen nochmal gucken. Okay, der möchte hier immer noch einen Aufstand machen. Aber hier sind nirgendwo Leute drin gerade. Da ist nur der Dude drin, das ist nicht schlimm. Aber sonst sind da erstmal nirgendwo Leute drin, die sich gegen mich stellen, was, glaube ich, ganz gut ist erstmal. Bei dem Dude muss ich auf jeden Fall noch schauen, wie ich den auf meine Seite kriege. Im Optimalfall vermehle ich einfach irgendwas. Okay, nevermind. Hat sich aufgelöst. Geil. Und sonst bin ich ein relativ beliebter Dude. Also ich bin halt schwul. Das heißt, ich werde nicht so viele Kinder kriegen wahrscheinlich. Aber ich bin sonst eigentlich ein relativ beliebter Dude. Also ist damit erstmal alles okay. So. Eine gesunde Rivalität zwischen kernigen Kämpfern ist etwas Erwartbares. Doch die wachsende Zwietracht zwischen Ellen und Maxen stört die Stimmung bei Hofe. Ellen wird weiterhin das größere Können zugesprochen, doch Maxen teilt diese Einschätzung ganz offenkundig nicht. Mitten in einer Audienz platzt Maxen in den Thronsaal, die Finger um den Schwertgriff geschlossen und ruft: Ellen! Nur einer von uns kann behaupten, der fähigste Champion, Hochkönig, der fähigste Champion des Hochkönigs zu sein. Trefft mich draußen und ich werde diese Frage klären. Das ist meine Schwester, ne? Die hat 33. Das ist die, mit der ich eine Affäre anfangen wollte. Möge der Bessere gewinnen. Let's throw. Hat sie ihn getötet? Sie hat ihn getötet. Meine Schwester hat ihn getötet. Holy shit. Yo. Rip. Einfach gerippt. Yo. Ja, cool. Ja, nun. Das ist, also. Rip, Mann. Don't fuck with the man's daughter. Yo, Mann. Oh, finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool. Während ich auf meinem Thron sitze und dies und das bedenke, kommt es plötzlich zu einem Tumult. Mein persönlicher Streiter Ellen, ja, sie ist auch meine persönliche Streiterin, brüllt: Ich weiß genau, was ihr meint, ihr Hundsfott. Wie könnt ihr es wagen? Unser Hochkönig hat einen solchen Mangel an Respekt nicht verdient. Graf Boris ist völlig bestürzt. Mein Bruder König Sigurd schreitet rasch heran, um die beiden zu trennen. Doch die Atmosphäre ist bereits vergiftet. Aber ich habe gar nichts dergleichen gesagt, platzt es ungläubig aus Graf Boris heraus. Ich habe euch mit eigenen Ohren gehört, erwidert Ellen. Ich verlange Satisfaktion für diese Schmach.
Mein Fürst braucht sich das nicht gefallen zu lassen. Der Graf tippelt von einem Fuß auf den anderen und stammelt. Was? Nun kommt, das ist doch gewiss nicht nötig. Alle Blicke richten sich auf mich, weil jeder hören will, was ich zu dieser Sache zu sagen habe, während Sigo die beiden auseinanderhält. Also der Dude hasst mich. Extrem. Ellen wird meine Ehre verteidigen. Die rippt einfach alle. Die ist einfach so. Die hat einfach, das wäre übrigens die Königin geworden, wenn ich das vorhin geschafft hätte, mit der Reformation das rechtzeitig durchzuboxen. Das wäre die Erbin des Reiches geworden. Und ganz im Ernst, sie hätte es sowas von verdient. Heilige Scheiße. Ich meine, die Alternative ist ja, dass ich eine Affäre mit ihr anfange, ich dann die Religion reformiere, Inzest erlaube und ich dann einfach meine Schwester heirate. Weil dann würde sie in der Theorie auch immer noch Hochkönigin der Nordsee werden und das hätte sie verdient. Aber ich kann keine Affäre mit ihr anfangen, weil ich bin schwul. Das ist so ein bisschen eine Problematik an der Stelle. Das heißt, ich kann sie, wenn dann, nur heiraten. Scheiße. Aber das wird schon. Das kriegen wir trotzdem irgendwie umgesetzt. Okay, dann lasst uns mal Hof halten. Das müssen wir auf jeden Fall machen. So. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich von meinem Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Zwei meiner Vasallen schubsen einander und drängeln um meinen Thron zuerst zu erreichen. König Sigurd verneigt sich vor mir. Mein Fürst, in den Straßen von ganz die Nordsee wird überall mutwillig gemordet. Es wäre nur angebracht, wenn wir verbieten würden, Waffen zu tragen, zumindest innerhalb der Stadtgrenzen. Herzog Stubjern schubst ihn zur Seite. Sicherheit bedeutet, dass jedermann lernt, sich selbst zu schützen. Zu verbieten, Waffen zu tragen, wird die Bürger in ihren Rechten beschneiden. Verbietet Waffen innerhalb der Stillungsmauern. Kontrollzuwachs würden wir davon kriegen. Offenes Tragen von Waffen erlaubt. Volksmeinung plus 10. Ich meine, die mögen mich beide. Ich könnte sie auch miteinander kämpfen lassen. Dann werden beide verwundet. Dann gewinnt König Sigurd safe. Und die werden Rivalen. Aber beide werden verwundet. Und bei mir geht das Stresslevel runter. Wie hoch ist denn mein Stresslevel? Sehe ich gerade gar nicht, ne? Müsste ich eigentlich hier auch irgendwo sehen. Ich vergesse immer, wo man das hier sieht. Anspannung 28. Wie viel würde ich denn da Stress wegbekommen? Weiß ich gar nicht. Minus 40. Ja. Hallo? Ja. Hast du mir einen Keks mitbestellt? Ja. Dankeschön. Mir wurde ein Keks geschenkt. Oh, übrigens, wir haben Cookie-Doo-Eis im Kühlschrank. Ich habe eins mitbestellt. Oh, sexy. Oh, das ist schon ziemlich heiß. Ich habe zwei Cookie-Doo-Eis bestellt, das heißt, du kannst dein eigenes haben. Dankeschön. einen riesigen Cookie bekommen. Geil. Ich lasse die kämpfen.
Ein Abgesandter aus einer Provinzstadt, Fogtefek von Siquot, ist gekommen, um sich über die Misshandlungen zu beschweren, denen seine Stadt sich unter dem Schutz ihres Lehnsherrn Godlin ausgedingst sieht. Sie besetzen unser Ackerland und entgegnen uns mit Gewalt und drohen den Landbesitzern mit spiritueller Verdammnis und materieller Gewalt, um sie dazu zu bringen, ihre Besitztümer zu verkaufen. Ich flehe euch an, mein Fürst, bringt uns Gerechtigkeit. Mein Fürst, ich vertrete die Religionsgemeinschaft von Lin. Beim Durchstöbern unseres bescheidenen Archivs sind wir auf ein sehr merkwürdiges Buch gestoßen. Der Einband war verstaubt, die Bindung brüchig und die Seiten vom Zahn der Zeit vergilbt. Doch es enthielt die ungewöhnlichsten Zeichnungen und selbst die Schrift war uns allen unbekannt. Wir sind uns sicher, dass es einzigartig auf der Welt ist. Ein lang verschollenes Kompendium des Wissens. Ein wahrer Schatz. Deshalb bieten wir es euch an. Vielleicht ist es die Originalabschrift des Zeugnisses von Gott oder eine Erinnerung an die Erbschaffung der Welt. Von einer Katholikin. Gut. Meine Aufgaben sind erfüllt, meine Hofprachtstufe geht hoch, alle lieben mich, alles ist wundervoll, großartig. Aufgaben für jetzt erledigt. Das ist doch schön. Mein Reichsgode mag mich nicht, ne? Aber ich kann den auch einfach wechseln. Nice. Easy. Und schon habe ich eine Reichsgodin, die mich mag. So einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen. Aber der mag mich immer noch nicht. Ja, das wird schon. Das ist meine Ex-Frau, ne? Glaube ich. Nee. Keine Ahnung, wer das ist. Die ist einfach grundlegend hier. Okay. Was machen wir dann für Aufträge, ist die Frage. Was versuchen wir noch umzusetzen? Schauen wir mal, was das macht. Das ist auch ein neues Dingsterbumster. Und hier haben wir heimische Angelegenheiten. Das ist auch ganz gut. Königliche Gunst, das ist auch cool. Das kannte ich auch noch nicht. Und lass uns mal hier gucken, dass wir hier ganzen Gebiete chillen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Okay. Eine Frau haben wir auch. Familienmitglieder können heiraten. Meine Halbschwester und die, meine ganzen Schwestern könnten heiraten, aber ich will gar nicht, dass sie heiraten. Also klar, die können heiraten, wenn sie wollen, aber ich sehe die Wichtigkeit nicht so richtig. Neria hegt nun schon eine Weile lang geheime Gefühle für Frederik. Als sie jedoch ihre Gefühle gestand, antwortet Frederik schroff.
Nerea stellt ihm jedoch noch immer unbeeindruckt nach. Dann würde sie stur werden, rachsüchtig oder keusch. Rachsüchtig, meine Liebe. Räch dich dafür, dass er dich nicht will. Räche dich dafür. Kleinkönig von der Nordmannenarmee. Was hat denn der für eine Armee? Ah, das sind alles Sondersoldaten, ne? Der wird halt nicht lange relevant bleiben. Dann will ich den nicht verheiraten, wenn der nicht lange relevant bleibt. Herzogtum von Lancaster. Das klingt schon besser. Wie alt ist meine... Das ist meine Jüngste, glaube ich, ne? Ja, aber dann machen wir das doch. Aber matrilinear, dann geht's nämlich schön in mein Reich zurück. Mein Dings, ich meine, ist auch prinzipiell egal, weil das auch alles ein Kreis ist. Aber grundsätzlich passt das. Dann hat zumindest eine meiner Schwestern noch geheiratet. Weil wenn ich mir das anschaue, haben wir nicht so viele Kinder in unserer Familie gerade. Dann haben wir da nämlich auch noch ein Bündnis. Und du brauchst auch unbedingt noch eine Frau. Was spricht denn eigentlich da dagegen? Ach, den kann ich nicht selber verheiraten, weil der schon eigenständig ist. Der wird sich selber eine Frau suchen. Mein kleiner Halbbruder. Außerdem ist das, glaube ich, seine direkte Schwester. Ja, deswegen wird das auch nichts. Aber jetzt haben wir mit dem ein Bündnis, das ist ganz gut. Und jetzt hat die auch noch einen Titel, das ist auch ganz gut. Und das kleine Mädchen hier kommt auch noch an einen guten Hof. Das ist auch gar nicht so schlecht. Geil. Dann haben wir das auch. Ich will nicht, dass die heiraten. Das ist nicht notwendig. Das will ich reparieren. Das ist teuer, aber dann ist es zumindest erledigt. Und das will ich auch reparieren, aber das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Das wird ein bisschen brauchen. So, warum habe ich mit dem kein Bündnis mehr? Die haben sich einfach instant wieder scheiden lassen. Hä? Nee, haben sie doch gar nicht. Warum habe ich die Meldung dafür, dass ich mit ihm nicht mehr verbündet bin? Haben die sich scheiden lassen und wieder geheiratet? War das ein Bug? Hallo Davison. Das sieht ein bisschen aus wie ein Bug, oder? Dankeschön der Horn übrigens für die 10 Monate und den Tier 2 Sub. Dankeschön Empires für die 19 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön Bull und Natural Crow. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ihr reingesubbt habt. Das tut mir sehr, sehr leid und Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die Subs. Ich bin gerade sehr verwirrt. Beziehungspause. Ja, ja, ein On-Off-Shit wahrscheinlich. Ein On-Off-Shit. Ach, das ist auch meine Cousine. Ich bin mit meiner Cousine verheiratet. Hallo Juju und hallo Bäuschen Panda. Ich werde die nicht heiraten. Ich werde davor, werde ich das noch irgendwie anders lösen. Mit Wales. Ich werde die nicht heiraten. Ich brauche nur den gerade noch als Bündnispartner, aber der wird auch nicht mehr so lange leben. Wir brauchen fast einen Kreis, ne, Mokarena? Ja. Wir brauchen fast einen Kreis. Mir bleibt eh nichts anderes übrig. Ist ein Kreis. Aber wir machen jetzt auch endlich wieder Plus, was eine gute Sache ist.
Das möchte ich unbedingt noch reparieren, aber dafür fehlt mir immer noch Geld. Wir könnten ein bisschen plündern gehen eigentlich. Hier plündert sich's eigentlich immer ganz gut. Überlegen, wo sind denn meine... Habe ich schon wieder diesen Bug, dass meine Dinger nicht gezeigt werden? Oder ich habe hier einfach nichts mehr zum Ausheben positioniert. Nee, der zeigt mir einfach nur... Ah, ich muss einfach umstellen. So. Lass uns hier ein paar Räuber ausheben und ein bisschen plündern gehen in Frankreich. Da gibt es immer gute Kohle. Der erste Shioka-Stream, der mir angezeigt wird nach der OP-Pause, geht's Pia gut? Wie geht's dem lieben Pferden, Hunden und Kalle? Er ist tatsächlich schon der dritte Stream seit der OP-Pause. Also, wenn es dir nicht angezeigt wurde, dann tut mir das sehr leid. Ich bin eigentlich schon wieder ein bisschen länger da. Aber schön, dass du dich trotzdem noch hierher verirrt hast. Ein wunderschön. Mir geht es großartig. Den Hunden geht's großartig. Kalle geht's großartig. Schön, dass du dich wieder hierher verirrt hast. Ist Nori nicht sogar noch der Sohn von der ersten Königin? Nee, so alt ist der nicht. Oder meinst du, nee, das ist der von meinem Großvater. Ja, alt ist er schon auf jeden Fall. Na, schon. Von meinem Großvater, so zweite Generation. Mein Höfling Homfrit hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Männerstotter-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet werden. Ach, mein Onkel hat eine Tochter zur Welt gebracht. Mertha ist ein schöner Name. Mertha ist ein schöner Name. So, kann ich das plündern? 2600 Mann, easy. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Das war einer der friedlichsten Herrscherübergänge, die ich bei Crusader jemals gesehen habe. Ja. Ja, actually, ja. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Dude einfach nichts falsch gemacht hat. Also der hat halt keine Problematiken, ist überall gut eingeheiratet. Die ganzen anderen Thron-Dudes drumherum sind alle irgendwie mit ihm verwandt. Ich meine, der Übergang, den der Vater hatte, war ja das absolute Gegenteil. Der war ja ein kompletter Unfall. Ich werde ihn nicht heiraten. Ich werde das vorher irgendwie anders lösen. Einfach mal aufnehmen und kommentarlos per Voice Message an Kalle schicken. Kalle kennt mich sehr gut. Und Kalle weiß, wenn er so eine Voice Message bekommt, dass es um Crusader Kings 3 geht. Hallo Ranger Boer. Ich spiele zu viel Crusader Kings 3, als dass das nicht auffällt. Oh, Leute, ist Two Point Campus schon rausgekommen? Oder schaut Monsters and Explosions gerade nur in das Early Access? Nee, die schauen sich nur das Tutorial an, okay. Gott, ich dachte schon, ich hätte das verpasst, dass das rausgekommen ist. Two Point Campus werden wir auch auf jeden Fall spielen im Stream. Darauf habe ich auch richtig Bock. Am 17. Mai. Das ist ja bald. Oh, auf das habe ich auch Bock. Das sieht auch mega, mega cool aus. Hallo Geiz. Genau, das ist von den gleichen Machern wie Two Point Hospital, nur mit einer Uni statt einem Krankenhaus. Sieht auch sehr, sehr witzig aus. Also habe ich auch mega, mega Bock drauf. Auf Steam steht 9.8. Okay, spannend. Spannend. Das ist nichts Bedenkliches. König Stibbern will Unabhängigkeit. Nee. 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 Ach krass. Der hat mir einfach Dinge geschenkt. Was ein netter Dude. Was ein netter Dude. Kann ich mir eine Konkubine nehmen?
Nee, ne? Ich brauche halt irgendwas, um das... Um das halt zu fixen. Es ist alles so teuer, diese Sachen reparieren zu lassen. Das ist furchtbar. Aber ich brauche das, ich brauche irgendwas, um das da zu verhindern. Ich brauche irgendwas, um diese Unabhängigkeitsfraktion da zu verhindern. König von Finnland. Dass Finnland sich loslösen möchte, gefällt mir überhaupt nicht. Ah, meine Tochter ist rauflustig. Das ist großartig. Hat der gute Kinder? Die sind halt alle so semi-gut, ne? Er ist zumindest intelligent. Intelligent und stattlich, Olaf. Kriege ich dann ein Bündnis mit ihm zusammen? Ja. Das ist meine Halbschwester. Mal, ich muss dem gar nicht meine Tochter geben. Stimmt, ich kann dem einfach meine Halbschwester geben. Aber dann will ich vielleicht auch nicht den da nehmen, sondern den etwas älteren. Dann will ich vielleicht den da nehmen. Prinz Overa. Den da. Und hier nehmen wir dann meine Halbschwester. Und dann haben wir ein wundervolles Bündnis. Und dann war's das mit dem Unabhängigkeitsaufstand. Und dann hat sich das Problem damit auf jeden Fall direkt gelöst. Jo. Ja. And gone. Wie man Aufstände löst. Hier, nimm meine Tochter. Nimm meine Halbschwester. Nimm meine Cousine. It is simple. Gerade beim Game Pass geschaut, warum hast du das gelöscht, Karnes? Hä? Warum hast du das denn gelöscht? Ich habe es auf jeden Fall gelesen, Kaninus. Dankeschön für den Hinweis. Am 17.05. Dann steht es in Steam wahrscheinlich noch verspätet drinnen. Ja, ich will auch noch eine Dynastie der vielen Kronen. Auf jeden Fall. Das kommt auch noch. Aber erst möchte ich reformieren. Bevor ich die ganzen Leute in die Eigenständigkeit schicke, möchte ich erstmal reformieren. Du hast auf jeden Fall was gelöscht im Chat, Karnes. Es steht da. Nee, also wir machen auf jeden Fall die Dynastie der vielen Kronen. Machen wir noch. Auf jeden Fall. Ich will nur davor erstmal die Religion reformieren. Und die Dynastie der vielen Kronen löse ich nicht, indem ich mein Reich verkleinere, sondern ich nehme dann gezielt andere Königreiche ein und gebe denen die Freiheit. Also das Nordkönigreich soll nicht schrumpfen dafür. Meine Vasallin Erzpriesterin Swanhild hat ein neues Werk verfasst und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erinnerungen und die Frage, was von uns bleibt. Und Swanhild hat es öffentlich mir gewidmet. Jene Hochkönig von die Nordsee. Kein Mensch muss den letzten Abschied scheuen. Auch wenn es zerreißt die klagenden Getreuen. Und wenn dann ihre letzte Stunde naht, auf ihresgleichen Lippe ihr Namen weiterleben mag. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten. Doch das Gerede ist zu drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren könnte. Swanhild, ich sehe, dass dies wirklich von Herzen kommt. Ja, das machen wir. Ich bin schwul, ich interessiere mich nicht für sie, aber es ist schön, dass sie sowas geschrieben hat. Das ist süß. Oh mein Gott, Leute! Leute! Oh mein Gott, Leute! Leute, 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 Leute! Ist nicht jetzt das Update drinnen, dass wenn Homosexualität erlaubt ist, dass homosexuelle Ehen endlich funktionieren? Ist das schon drinnen? Mir hat irgendjemand was geschrieben, deswegen. Oh mein Gott. Als Dynastieoberhaupt eine Frau
die mit einer Frau verheiratet ist. In einem Reich, das nur von Frauen geführt werden darf. Wir haben ein Ziel. Porges! Die Matriarchie! Dankeschön, Andi, für die 19 Monate übrigens und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Eine lesbische Hexenkönigin, die das Pontifikat zerlegt. Einfach geil. Kann man dann adoptieren oder braucht man dann Nichten? Es gibt keine Adoption. Du hast dann einfach entweder also Bastarde, die legitimiert werden, oder du hast Liebhaber, ich weiß nicht, wie das männliche Wort für Konkubine ist, und erlaubst Konkubinenkinder. Es gibt Möglichkeiten, auf jeden Fall. Amazonen, Hexenkönigreichen kommen, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, König Sigurd mag mich jetzt auf jeden Fall schon mal. Das ist extrem gut. Und ich muss auf jeden Fall jetzt gucken, mit welcher meiner Schwestern ich noch anbandeln kann. Mit der 14-Jährigen. Also ich muss mich mit der anfreunden. nicht anbandeln im Sinne von, weil die mag mich ja sowieso schon. Die ist eh schon, die ist auf einem anderen Hof. Die mag mich auch. Die mögen mich alle. Die mag mich auch mehr. Die mag mich auch. Die wurde wegverheiratet. Der mag mich auch. Der Halbbruder mag mich noch nicht ganz viel. Dann machen wir erstmal mit dem weiter. Schauen wir erstmal, dass der mich auch mag. Konkubinator. Ah. Die heißen alle Willi. I doubt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die alle Willi heißen. Wer ist das? Was will der von mir haben? Der will das wunderschöne Spielrädchen haben. Ja, nimm's. Ich habe keinen Bock, gerade Krieg zu führen. Es läuft gerade zu gut. Nice, und die ist Jungärztin geworden. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Dass die mittlerweile Jungärztin ist. Das gefällt uns. Nur unsere Frömmigkeit gefällt mir noch nicht, weswegen ich auf eine Pilgerreise gehen werde. Was sehr teuer ist. Aber wir brauchen das. Sonst wird das nichts mit der Reformierung der Religion. Wobei das at this point egal ist, weil unsere Tochter ich habe nur ein Kind bis jetzt, was extrem geil ist. Und vielleicht kriege ich das beibehalten, weil dann erbt die einfach alles von mir und ist eine Frau und dann reformiere ich im Zweifelfall mit ihr. Und wenn die nicht rechtzeitig wird, dann haben wir hier im Zweifelfall immer noch einen Bruder, der auch kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, ja. Wir haben einfach den Albino-Perk. Wir haben den Albino-Perk zurück in unsere Familienreihe bekommen. Geil. Und haben damit mal eben spontan mit meinem Bruder ein Bündnis geschaffen. Geil. Nice. Und jetzt sind wir parallel auch noch ein Pilger geworden. Dankeschön, Dusty, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Und Dankeschön, Madespieler. 81 Monate. Heilige Scheiße.
vielen, vielen lieben Dank für 81 Monate. Dankeschön, danke, danke, danke schön. Heilige Scheiße. Was bringt das Albino-Perk? Es sieht cool aus. Hallo Hathor. Naja, das war kein Glück mit dem Albino-Perk. Ich habe meinem Bruder damals ganz gezielt eine Albino-Frau rausgesucht. In der Hoffnung, dass das Albino-Perk sich durchsetzt. Und Dankeschön Mojo für den verschenkten Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So. Das Glaubensding geht hoch. Das ist gut. Das ist gut. Die sind alle nicht gut genug, die Typen. Die sind alle nicht gut genug. Die sind alle nicht gut genug für meine Schwestern. Die ist einfach 4 Jahre alt und hat schon Kampfgeschick 11. Was ist das? Wie absurd ist das? Und jetzt haben wir feste Grundmauern. Jawohl. Als ich ins Zimmer komme, begrüßt mich Kichern. Ein Haufen Höflinge, angeführt von Soete, hat sich um den neuesten Brief von König Snorri versammelt. Soete winkt mich mit einem lauten Lachen herüber. Ja, das müsst ihr einfach lesen. Es trägt das offizielle Siegel von Wales, doch jedes zweite Wort hat die Rechtschreibung eines ungelehrten Bauern. Diese hohlköpfige Vollpätze kennen ja nicht mehr die richtigen Mitlaute, geschweige denn gutes Nordisch. Und es ist wahnsinnig komisch. Ich möchte mich mit dem anfreunden, mit dem Wales Dude. Ich will nicht, dass der mich hasst. Ich will echt nicht, dass der mich hasst. Der ist nämlich echt mächtig. Der ist echt mächtig. Ich will nicht, dass der mich hasst, der Dude. Wie sieht denn das mit der Erbschaft aus? Die haben überall die Skandinavier-Wahl eingeführt. Das heißt, der Nachfolger wird gewählt. Was bedeutet, dass sich das wahrscheinlich nicht mal verliert, das Reich. Das wird nicht schrumpfen. Und Königin Emersinde von Friesland sitzt hier einfach mit 291 Mann. Are you fucking kidding me? Wie viele Verbündete hat die denn? Ach, der Alba-Dude ist mit der verbündet. Wir beenden das, bevor das beginnt. Ja, das war zu erwarten, dass der da dazu kommt. Aber das ist halt... Was will der haben? Nee. Das Hausbanner bekommt er ganz bestimmt nicht. Das kann er vergessen. Das kann er vergessen. Das schauen wir uns gleich an, was da sonst abgeht. Hallo Valkyrie. Das ist ja gut, du kannst die Wählenden ja schmieren. Ja, das ist scheißegal. Das ist alles in meinem Gebiet. Also das sind ja nicht meine Nachbarn, sondern das ist ja alles in meinem Gebiet. Deswegen, ja, damit haben wir das hier. Und jetzt kann ich aber mich bei meinem Dude einschmieren. Ich kann mich jetzt bei dem Dude einschmieren. Ein Dingsen, warte mal. Ich kann nämlich jetzt
Ich habe ja jetzt dieses eine Gebiet hier eingenommen, ne? Das hier, genau. Höchkönig Iva von der Nordsee. Und dieses Gebiet kann ich jetzt auch einfach dem geben, weil der hat auch das Frieden. Warte mal. Ich kann ja erstmal hier Titel können geschaffen werden. Und dann könnte ich, ich habe nicht genug Geld, um das zu schaffen. So, warum hasst mich der jetzt so viel? Weil ich wieder ein Gebiet von ihm habe, ne? Ja, Anspruchstelle auf Titel. Ja, bla bla bla. Kann ich ihm denn, ich kann ihm das auch einfach so geben, einmal so. Ich will das Ding nämlich gar nicht haben. Titel vergeben. Und jetzt kann ich ihm einfach das hier geben. Ach, ich habe da sogar noch viel mehr Sachen von. Warum habe ich denn so viele Sachen da drinnen, die ich gar nicht haben will? Ich bin ja voll in Dänemark auch drinnen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich selber auch so viel von Dänemark innehabe. Was habe ich denn? Warum trage ich diese Titel denn selbst? Ja, die Sachen habe ich auch noch. Ja, Gotland habe ich auch nicht mehr selbst. Das hat mein Gotland wollte ich unbedingt behalten. Das ist bei der ganzen Erbschaft ist da so viel Chaos einfach entstanden. Das ist ganz eine weirde Geschichte. Ganz weird. Dankeschön, Mojo, übrigens für den verschenkten Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Wir haben gerade nicht so viel zu tun. Mal gucken, was haben wir denn hier noch schwedisch gerechnet? Wir könnten noch eine Tradition einführen. Jawohl, wir könnten noch eine Tradition einführen, aber das machen wir, glaube ich, erst nach der Reform der Religion. Das macht mehr Sinn. Wir versuchen gerade auch noch Motten zu lernen. Das haben wir in 8 Monaten. Und dann können wir Erbherrschaft haben. Was extrem gut wäre. Ach, mein Rivale ist gestorben. Geil. So. Oh, es gibt noch eine andere Möglichkeit, mit dem Frieden zu schließen. Ach, der ist hetero. Es scheint, als hätte ich in meinen Besprechungen mit König Snorri unter Umständen gewisse Versprechen bezüglich einer Befreiung von bestimmten Verpflichtungen gemacht. Ich habe versucht, dies wieder zurückzunehmen, doch ich vermute, dass es zwischenzeitlich keinen anderen Ausweg mehr geben könnte. Oh mein Gott. Mein Bruder ist wirklich ein Holzkopf. Mein Bruder ist wirklich ein Holzkopf. Die reden hier alle schon Schwedisch, ne? Aber hier könnte ich auf jeden Fall noch eine Sprache lernen. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, ja, ich weiß, dass ich meine Gebiete noch weiter ausbauen muss. Aber ich komme gerade noch nicht viel weiter, weil mir Geld fehlt und ich auch noch nicht mehr Gebäude gelernt habe. Deswegen. Ich kann auch, glaube ich, noch keine Stadt bauen, weil dafür fehlt mir halt überall noch. Ich kann einfach noch nicht. So. Ich kann einfach noch nicht. Dafür sind wir noch nicht weit genug. Ein Runenstein, damit würde ich auch noch mehr bekommen. Ja, für meinen Vater machen wir eines. Damit geht hier auch noch die Frömmigkeit ein bisschen hoch. Das wird alles aber sehr, sehr lange brauchen, bis sich das wieder
hingepackt hat. Ich habe auch kein Geld für den inspirierten Charakter gerade. Das ist gerade nicht drinnen. Das ist gerade nicht drinnen. Krieg ich den ausgebildet? Ja, geil. Ach, und meine Halbschwester. Meine Halbschwester ist fertig geworden. Und die will auch nicht, weil sie zufrieden und faul ist. Zufrieden und faul. Was eine Kombi. Was eine Kombi. Das kann ich noch nicht machen. Okay. Was mache ich denn jetzt sonst mit ihr? Was mache ich denn jetzt sonst mit ihr? Oberhäuptling von Pinsk. Wo ist das denn? Wo ist denn Pinsk? Da unten drinnen. 3000 Mann. Ja, was sind 2000 Sondersoldaten? Das wird sich halt nicht halten. Das wird sich halt nicht halten. Das wird sich halt nicht halten. An wen geht denn Alba? Ach, die haben auch eine Wahl. Mann, gibt es denn keine guten, alten, klassischen Reiche mehr, wo das einfach vererbt wird? Das kann doch nicht sein. Und der mag nicht wegen der Religion. Das ist alles furchtbar. Verdammte Demokratie. So, was haben wir jetzt hier? Das ist irgendwas, was niemanden interessiert. Das interessiert auch niemanden. Freiheitsfraktion. Was willst du denn? Heul nicht rum. Ja, ich weiß, dass ich das Wahlrecht vernichten kann, aber in Alba kann ich das nicht vernichten. Weil das nicht mein Gebiet ist. Das ist nicht mein Gebiet, also kann ich es nicht vernichten. Aber wir können jetzt Erbherrschaft lernen und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Dann kriegen wir Erbteilung in 71 Jahren. Yay! Mein 19-jähriger Halbbruder ist gestorben? Yo. Okay. Das war jetzt irgendwie unerwartet. Das gibt mir aber die Möglichkeit, diesem Dude einfach diese Titel zu geben. Weil ich die ja sowieso nicht haben wollte. Und
da drüben habe ich noch mehr, ne? Da drüben habe ich noch mehr. Ah, ich habe ganz Wikin. Ich habe einfach ganz fucking Wikin bekommen. Wispy möchte ich behalten, Wikin aber nicht. Wikin will niemand behalten. Und Frauen kann ich leider immer noch keine Titel geben, was irgendwie schade ist an der Stelle, weil sich das angeboten hätte. Herzog Stübberen von Aslauxen. Der ist auch Ratsvasall und Vasall-Dings von mir, ne? Ja, dann kriegst du einfach jetzt ganz Wikin. Ich will das eh nicht haben. Ja. Ich darf auf gar keinen Fall über der Schwelle sein, weil sonst hassen mich meine Untertanen. Deswegen immer schön aufteilen. Hallo Richie. Oh, danke schön für die 43 Monate. Bei mir ist alles super, danke schön. Ich hoffe, bei dir auch. Bei mir ist alles wundervoll. Danke der Nachfrage. Snorri ist echt stark geworden. Ja, der ist allgemein. Snorri ist allgemein echt mächtig. Aber der ist auch schon 63, also ist das nicht so schlimm. Das passt ganz gut und ich bin auch mit dem verbündet, also passt das auch. Das Einzige, was so ein bisschen bedauerlich ist, ist, dass der da halt eine Wahl hat. So, und ich kann die Wahl halt nicht abschaffen, weil ich den Titel nicht trage. Ich kann die Wahl nur anzeigen. Ich kann, glaube ich, auch nicht wählen, weil ich kein Kurfürst bin. Der wird es wahrscheinlich werden. Ja, wenn wir sehen, wie sich das entwickelt. Dann wird spannend werden, auf jeden Fall. Bei uns ist auch alles gut, danke. Das ist schön zu hören. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Und Dankeschön, Darkside übrigens auch für die 19 Monate. Vielen lieben Dank dafür, das ist sehr lieb. Und Dankeschön, Incita-Kurs für die 3 Monate. Habe ich mich bei euch schon bedankt? Wir haben halt immer noch keinen Sub-Sound drinnen. Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir vielleicht so ein leichtes, so ein Bingen oder sowas mit reinbringen sollen, damit ich das nicht jedes Mal verpeile, wenn da Subs hochgehen. Muss ich auf jeden Fall noch machen. Dass wir vielleicht zumindest so ein kleines Piepgeräusch reinkriegen oder so. Damit ich das nicht verpasse, wenn ich da so im Spiel drin bin und mich bei euch trotzdem rechtzeitig bedanken kann. Oder eine Eule. Ich könnte auch einfach ein Uhu aufnehmen. Das könnte ich auch machen, ja. Als grundlegende Idee. Okay. Großblöd könnten wir auch, aber wollen wir gerade nicht. Dankeschön, Links, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, 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 danke schön. Vielen lieben Dank. Ein saures Geräusch. Wie macht ein Saurus? Rar. Alter Richie, ey. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Subs. Und hallo an die Neuen. Willkommen an die Neuen Eumel. Wir haben neue Alerts. Und danke, danke, danke schön auf jeden Fall. Hallo an alle Neuen. Willkommen. Willkommen, willkommen. Und danke schön Hathor für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Wie wäre es mit den Taubengeräuschen vom letzten Mal? Ich weiß nicht mal mehr, wie die gingen. Die sind in dem Highlight-Video, glaube ich, ne? Von letzten Monat. Da müsste ich da vielleicht mal reingucken.
Warum haben hier die Eltern und Großeltern goldene Rahmen? Ich glaube, das zeigt einfach an, mit welchen Charakteren wir gespielt haben. Das ist, glaube ich, ein neues Update, das reingekommen ist, das mir halt zeigt, okay, den Charakter habe ich gespielt, den Charakter habe ich gespielt, die habe ich gespielt. Also der Rahmen zeigt quasi meinen Werdegang beim Spielen an. Der Nut-Nut-Sound. Ich habe vorhin überlegt, mir Crusader Kings 3 auf Steam zu holen und habe dann gesehen, dass es ja auch im Game Pass ist. Bin echt überfordert, aber es macht auch Spaß. Hast du das Tutorial gespielt? Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und Dankeschön, Mojo, für den verschenkten Sub. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet einen Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar mein Höfling Alfried. Nein, Alfried, doch nicht dich. Jawohl. Und Dankeschön, Gedankenspiel, für die 3 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiter. Mmh. Einer meiner Leibwächter ist gestorben. Schade, Schokolade. Ist Alfried mit Gutfried verwandt? Gut. So, ich kann jetzt heiraten und ich muss heiraten. Ich kann nicht nicht heiraten. Snorri ist immer noch am Leben und zu mächtig und ich kann nicht, nein, ich will keine Konkubine. Ich kann den nicht verschmähen. Ich kann Snorri nicht verschmähen. Deswegen, passt das. Passt. Oh, und ich habe zu viele Herzogtümer. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe zu viele Herzogtümer. Was habe ich denn da, was da problematisch ist? Ich habe, Wispy. Ich habe Eggege. Wo ist das denn? Wo ist denn Eggege? Wie spricht man das vor allem aus? Ach, da unten. Eggege? Wer ist das? Schwager und Ratskanzler. Titel vergeben. Da. Nimm es. Du spielst auch so gerne mit dem Hexenfeature. Was genau bringt dieses? Dieses bringt. Warte mal, ich kann dir das gleich zeigen. Meine, also es ist eigentlich nicht so mächtig. Ich habe es einfach eher aus Style Points dabei. Ich muss gerade gucken, weil das ist bei mir kein aufgedecktes Geheimnis. Deswegen wollen wir mal schauen. Da. Hä, ich bin doch... Ich bin keine Hexe? Ich bin keine Hexe. Ich bin keine Hexe. Warum nicht? Und warum kann ich keine Hexe werden? Ja, mein Vater hat es, glaube ich, verloren oder so, ne? Blasphemie. Ja, also eigentlich habe ich einen Hexenzirkel gegründet. Hä, wo ist das denn? Hä? Hä? Wir haben doch einen Hexenzirkel gegründet. Wo ist das denn hin? Bin ich blind? Ach, da oben. Dankeschön. Wenn du einen Hexenzirkel gründest, dann bekommst du Fruchtbarkeit plus 10, kleiner Krankheitswiderstand, Komplottstärke bei feindseligen Komplotten plus 10 und Komplottwiderstand. Also es sind eigentlich nur ein kleiner Bonus, aber er macht halt ein bisschen was. Kann es, lügt nicht. Der Hexenzirkel ist immer noch da.
Aber ich bin selber keine Hexe mehr. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich wieder Hexe werde. Ich muss das wieder irgendwo reinbringen. Oh, Eumelino, danke schön für die 1000 Bits. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch ein sehr lautes Geräusch. Dankeschön, dankeschön. Ja, ich kann die Ereignisse kann ich nicht mehr machen. Es gibt so, ich kann so Hexenzirkel-Ereignisse eigentlich machen, aber geht halt nicht, weil, ja, haben wir ja gerade erklärt, warum es gerade nicht geht. So, jetzt gehen wir auf Theologie. Ich bin jetzt Familienpatriarch geworden. Fruchtbarkeit plus 20, Anspannungsproblem. Und jetzt mögen mich meine eigenen Leute mehr. Das ist schon mal ganz cool. So, Bildung hochbekommen wird eine Katastrophe werden. Bildung hochbekommen wird eine absolute Katastrophe werden. Und jetzt fällt mir gerade erst auf, dass ich schwul und keusch bin. Ich wollte gerade sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Frau schwanger wird, geht gegen null. Puff, schwanger. Ist das mein Kind? Andina nähert sich mit schuldbewusster Miene und etwas, das er hinter seinem Rücken verborgen hält. Mein Fürst, beim Abstauben eurer Artefaktsammlung fiel mir auf, dass dieses hier Kriegshammergut völlig dahin ist. Ohne jemand mit der nötigen Fachkenntnis bei Hof wird es unter Umständen nicht möglich sein, seine frühere Pracht wiederherzustellen. Doch wir könnten genauso gut die Teile aufbewahren, um seinen neuen Effekt wieder... Wir lassen den zerfallen. Ui, und meine Halbschwester ist auch schwanger geworden. So. Ich wollte auf jeden Fall erstmal jetzt überprüfen, ob das überhaupt mein Kind ist. Und haben wir hier, wir haben hier noch immer... Alter, das sind einfach irgendwelche anderen komischen... Das ist alles katholisch. Das ist alles katholisch. Wer das der asatruisch wird. Jawohl, und dafür, dass du asatruisch geworden bist, kriegst du jetzt eine Begnadigung von mir. So einfach ist das. Und der bekommt auch einfach eine Begnadigung von mir. Ich will kein Geld bezahlen. Einfach mal was geklaut. Das tut ja nicht weh. Passt. Dankeschön, Jepsal, für die 14 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Katholiken vermehren sich schlimmer als Kakerlaken. Ja. In dem Spiel, ja. Der möchte ein Bündnis haben. Ja, nimm. Okay, da hat irgendjemanden getötet. Das finde ich jetzt nicht so schlimm erstmal. Das ist mir alles erstmal grundlegend egal. Alter, ich habe es nicht geschafft, die Sprache zu lernen. Ich bin zu doof dafür. Das ist echt bitter. Ich war einfach zu doof, um die Sprache zu lernen. Verdammte Scheiße. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Da habe ich wohl nicht so viel mitgedacht. Kann ich mittlerweile schon wieder... Nee, ich kann doch nicht wieder auf eine Pilgerreise gehen.
In 11 Jahren. In 11 Jahren. Mit Alba komme ich auch klar. Wir könnten halt Westfranken einnehmen. Oder Deutschland. Oder Lothringen. Wir könnten uns Lothringen holen. Was würde mir denn fehlen, um dir den Krieg zu erklären? Wir könnten einmal in meinem Leben... Ah, ich muss erhaben werden erst davor. Aber das kriege ich ja schnell hin. Und dann könnten wir Lothringen einfach weiter vergeben an jemanden aus meiner Dynastie, der sich diesen Titel verdient hat. Theoretisch gesehen. Wäre nur so eine Idee. Um das halt auch stückchenweise nordisch zu machen. Was meint ihr? Dankeschön, Kleppi, für den verschenkten Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Oder Litauen. Achso, Litauen ist komplett zersplittert. Hallo, Turtle Squad. Wir haben halt momentan... Ja. Also ich will halt, dass Paderborn auch wieder skandinavisch wird. Okay, dann müsste ich eigentlich Deutschland einnehmen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Dann ist das hier, ja. Die heilige Stätte von Paderborn ist also in... Westfalen, wie das, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir müssen eigentlich Deutschland einnehmen. Oh, ich habe einen Sohn bekommen. Boah, warum ist der Spindel dürr? Hä? Snorri. Warum ist der Spindel dürr geworden? Mit wem hat sie eine Affäre? Die hat doch mit irgendjemandem eine Affäre. Safe. Sonst kriege ich doch kein... als ob ich bin... Also, ich bin robust und mein Sohn wird Spindeldür. Die hat doch safe eine Affäre. Die hat doch safe... Das kann mir doch niemand sagen, dass das mein Kind ist. Ja, ist doch Blödsinn. Das ist doch nicht mein Kind. Das ist doch nicht mein Kind. Ist denn wer Spindeldür am Hof? Sie muss ja nicht mit jemandem am Hof eine Affäre haben. Sie kann ja mit irgendjemandem eine Affäre haben. Aber wir suchen ja eh schon. Ich bin ja mit meinem Rad schon, also mit meinem Radspitzel schon an meinem eigenen Hof. Also ich werde es auf jeden Fall rausfinden. Wenn sie eine Affäre hat, finde ich es raus. Die Mutter ist aber auch deine Cousine. Ja und? Ja, ja, man kann nach Spindeldür-Trade suchen. Wir gehen hier doch bitte nicht nach Logik. Mich interessiert doch nicht die Logik hinter Inzest und Erbfehlern. Ich bin der Hochkönig. Wenn meine Frau mir ein spindeldürres Kind zur Welt bringt, dann ist die einzige Möglichkeit, woran dieses Problem liegt, dass sie mir fremdgegangen ist. Eine andere Lösung gibt es nicht für dieses Problem. Was Inzucht ist der Grund? So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Inzucht ist der Grund. Hallo?
Wie soll denn mein Genpool jemals richtig rein werden? Inzucht ist nicht der Grund, Inzucht ist die Lösung. Mm. Okay. Sorry. Hallo Gollor. Einfach einen Wal erlegt. Mm. Tatsächlich, also nur um da mal ein bisschen das Gespräch in eine Richtung zu lenken, Cousin und Cousine kann tatsächlich schon reichen für Mali. Also wenn sie mich nicht betrogen hat, dann kann es tatsächlich sein, dass es dadurch kommt, ja. Aber es würde mich auch ein bisschen wundern, weil wir haben hier auch schon relativ viel in reines Blut geballert. Also, ja. Es kann schon sein, aber es muss nicht. Shioka lässt sich ihre Vorbehalte nicht durch Logik kaputt machen. Nein. Nein, warum sollte ich auch? Ich bitte euch. So. Ja, wir machen gerade auch nicht so viel Kinder. Es ist gerade alles sehr, sehr entspannt. Wir warten gerade eigentlich nur, dass Zeit vergeht. Damit ich jetzt auch gleich nochmal... Ah, wartet mal, wir haben hier ein Pop-up. Ich glaube, ich habe den Grund dafür gefunden, warum wir an manchen Tagen weniger Ratten haben als an anderen, verkündet ein Vasall Graf Jakob fröhlich und tritt dann beiseite, um den Blick auf einen Bediensteten freizugeben, der eine sehr übellaunige Katze hält. Sie windet sich in dem Versuch, sich aus den zerkratzten Armen des Dieners zu befreien und miaut dabei recht reizend. Ich würde sagen, das hier ist eine richtig erfolgreiche Rattenjägerin. Tatsächlich rang sie gerade mit einer besonders fetten Ratte, als wir sie fanden. Was sagt ihr? Sollen wir diese Katze hier aufnehmen? Ja, wir haben jetzt eine Hauskatze und wir machen einmal Hofhalten. Meine Bekanntschaft, Bürgermeisterin Kunigunde, eilt an meine Seite, wobei ihr Blick aus blutunterlaffenen Augen suchend durch den versammelten Hof schweift. Mein Fürst, ich habe Kenntnis von einem Komplott im Hochkönigreich erhalten. Jemand ist hinter mir her. Ich habe keine Beweise, vermute aber, dass Erzpriesterin Swanhild ist, die sich seit jeher als Feindin von Bürgermeisterin Kunigunde und mir positioniert hat. Ich flehe euch an, kerkert Swanhild ein. Böswilligkeit ist an sich kein Verbrechen. Schön. Cecilia, Mannens Dotter, macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender, während sie ihrer Großmutter Cecilia behutsam zu meinem Thron führt. Ach, meine Mutter hat den gleichen Namen wie meine Nichte. Hochkönig, klagt sie. Das Mädchen ist seit Verschwinden ihr an eurem Hof und hat niemand, der sich seine annimmt. Bitte kümmert euch doch um ihre Zukunft. Ah, dann würde sie quasi einfach von meiner Halbschwester in Ausbildung geschickt werden. Das ist eine gute Sache. So, und was möchte der? Ich weiß gar nicht mehr, was der möchte. Ja, die sollen sich einfach prügeln. Das ist nicht mehr, aber länger mein Problem. So, unsere Katze kriegt einen Namen. Samtpfote oder Graupelz finde ich schön. Graupelz finde ich sehr, sehr schön. Jetzt haben wir einen Gesundheitsbonus und Ränkespiel und Bildung. Bildung, das ist das, was wir richtig dringend brauchen. Mein Bildungswert ist so dermaßen schlecht. Bildung ist gut. Und jetzt kann ich meine Katze streicheln, ne? Süß. Jetzt graupelzt es bei den Ratten. Hallo Benedikt. Ich will auf eine Pilgerreise. Gib es mir. Pilgerreise. Los. 1015. Ach, das braucht immer noch so lange, bis es geht. Das braucht immer noch so lange, bis es geht.
das ist alles nicht so wirklich, also ich muss halt meine Religion endlich reformieren. Das ist das Wichtigste, was es gerade für mich gibt. Auf was anderes kann ich gerade gar nicht, das ist das Einzige, was ich gerade brauche, bevor ich weitermachen kann. Hallo Yukine. Wie so ein Bond-Bösewicht auf dem Thron sitzen und die Katze streicheln und hochhalten, auf jeden Fall. Mein Ratspitzel Herzog Griffhoff kommt mit einem gelangweilten Lächeln auf mich zu. Ich würde es begrüßen, wenn wir meine Bande neu verhandeln könnten, mein Hochkönig. Jede Verbesserung meiner Position würde natürlich von meiner Schatzkammer oder meinen Ländereien mit Begeisterung entgegengenommen werden. Nein. Ich bin eh schon fast im Minus. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja, wir müssen einfach nur warten, dass Zeit vergeht. Einfach nur warten, dass Zeit vergeht. So, jetzt haben wir hier auch ein Druckmittel gegen unsere Tochter, die mittlerweile 8 Jahre alt ist. Die müsste jetzt auch bald ihr erstes Dings bekommen. Huh! Oh Gott, die ist gestorben im Kindsbett. Und jetzt ist mein Sohn. Warte mal, was? Ach so, nee. Das geht rüber, das ist der Verlobte von meiner Tochter. Das ist der Lobte von meiner Tochter. Und der hat jetzt quasi, aber der ist eben schon bei mir im Bündnis. Wollen wir mal gucken. Weil das ist nämlich mein Bruder. Ist der schon wieder verlobt? Junge, wie schnell ging das denn? Kann ich den zwingen, die Hochzeit zu... Nee, kann ich nicht, ne? Kriege ich die getötet? Nee. Der hat sich so schnell neu verlobt, das ist insane. Ich hätte dem halt eine schönere Frau rausgesucht. Aber gut. Aber gut. Das ist so teuer, die zu rekrutieren, ey. Wenn nicht worth it. Dankeschön, Kleppi, übrigens für den verschenkten Sub. Das hatte ich auch übersehen, glaube ich. I'm sorry und Dankeschön. Dankeschön. So, die ist mittlerweile 8. Das passt auch. Die wird langsam älter und sie lebt vor allem noch, was sehr, sehr viel wert ist, dass sie noch lebt. Die Dummheit kommt mit ihr wieder in die Dynastie. Sag das nicht. Bitte nicht. Meine Mutter hat eine Affäre. Meine Mutter hat eine Affäre. Ja gut, die ist 69 Jahre alt. Man gönne der Frau ein bisschen Spaß, oder? Was willst du dich mit 69 noch beschweren, wenn sie so ein bisschen noch Spaß hat? Man gönne der Frau ein bisschen Spaß. Alter, 62 Jahre, ne? Ach, du Schande. Ach, du Schande. Ja, ich bin nicht so klug, leider. Ich bin nicht so klug, leider. Das wird alles Ewigkeiten brauchen. Ob wir das mit dem Religion reformieren, mit dem Charakter überhaupt hinkriegen, ist die Frage. Oh, aber unsere Dynastie hat noch einen Bekanntheitsbonus bekommen.
Alter, wie viel Prestige wir einfach auf die Welt kommen schon. Mit wie viel Prestige wir einfach auf die Welt kommen. Einfach nur, weil wir aus dieser Dynastie sind. Das ist halt insane. Gibt es ein Dynastie-Ranking? Oh, König Snorri ist eine Hexe. Und er ist ein Mörder. Wen hat er denn getötet? Okay, wen hat er nicht getötet? Ich brauche einen besseren Dude dort. Es bringt nichts. Ich brauche einen besseren Diplomaten. Das ist einfach... Ich kann König Snorri einkerkern. Haha. Das wäre was. Ach, der tötet auch Leute aus der Familie. Was macht der denn? Okay, religiöser Eiferer, tapfer, ruhig. Religiöser Eiferer gefällt mir richtig gut. Tapfer gefällt mir aber auch richtig gut. Mein religiöser Eiferer ist aber, glaube ich, stärker für die Richtung, die wir eingehen wollen. So, was macht denn König Snorri da gerade? Mörder, Familienmörder, wen hat er denn getötet? Hat er seinen Bruder getötet? Es wirkt so, als hätte er seinen Bruder getötet. Ja, der wurde von König, ja, das ist sein Bruder. Also es steht auch da, dass er Mutter, oder das ist auf jeden Fall, ja, gut. Der tötet also feuchtfröhlich vor sich hin, na klar, was denn auch sonst? Werde ich dieses Kind noch los, ist die Frage. Oder wie kriege ich den aus meiner Erbschaftsfolge raus? Ich könnte ihn auch einfach dann als Reichsgode nutzen, wenn er alt genug ist. Dann erbt er auch nicht. Aber ich überlege gerade nur, falls ich es mit der Reformation nicht rechtzeitig schaffe. Okay, die steht wirklich auf mich. Die hat jetzt schon die zweite Geschichte für mich geschrieben. Aber ich will auch echt nicht, dass die auf mich steht mit ihren Liebesbläschen. Das ist schon die zweite poetische, wundervolle Geschichte, die sie mir widmet. Mittlerweile hat es einen komischen Beigeschmack. Snorri muss ja auch irgendwie an die 5000 Mann das riesige Gebiet geboren sein. Er hat es geerbt, tatsächlich. Tatsächlich hat er es einfach geerbt. Von unserer Mutter. Unserem Vater. Das ganze Gebiet, das wir hier haben, wurde von mir eingenommen. Und zwar mit ihm, mit Hochkönig Thor und mit seiner Mutter. Was sagt denn mein Prestige? Das geht auch nicht so richtig hoch gerade, ne? Ich habe halt keinen Bock, so kleine Kriege zu führen. Wobei sowas rentiert sich eigentlich immer. So ein bisschen Krieg führen hier auf der Seite. Muss ja auch nicht viel sein. Ach du Scheiße, wait, what? Okay.
Kriegerorden, Fail. Kriegsorden. Jups. Ups. Ups. Yo. Da habe ich wohl nicht so viel mitgedacht. Die Sonne scheint und die Bauernschaft schlendert über das Turnier, als meine Gemahlin veranstaltet. Meine Champions jubeln, als Hochkönigin Gita das Turnier zu ihren Ehren ankündigt und endlich einmal darf ich einfach nur zusehen. Allerdings werde ich nicht den ganzen Turniertag lang auf dem Thron herumhocken. Jawohl, ein bisschen Prestige geiern. Weil. Let's go. Dass ich meine ganze Armee ausheben muss für die Scheiße, ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich habe mir halt gedacht, ha, mega entspannt. Ich nehme da dieses kleine Piss-Ding da ein. Ich habe halt irgendwie nicht damit gerechnet, dass da ein Kriegsorden mit 6000 Mann dahinter steckt. 7500 Mann. Aber es ist auch gut für uns, weil das müsste mir dann Frömmigkeitspunkte geben, wenn wir die besiegen. Weil wir gegen eine andere Religion kämpfen. Deswegen ist das an und für sich eine gute Sache. Außer wir verlieren. Dann ist es keine gute Sache. Dann wäre es eine richtig schlechte Sache. Aber das müssten wir eigentlich schaffen. Kriegsorden klingt nach etwas, was der Krone noch fehlt. Ja, aber wir können, glaube ich, noch keinen gründen. Das haben wir noch nicht gelernt. Was macht der Kriegsorden? Der Kriegsorden ist etwas, was du als König... aber du musst, glaube ich, auch ein paar Sachen erforscht haben. Dafür muss ich nochmal genauer gucken, was du gründen kannst. Und der Kriegsorden hilft allen, die von einer fremden Religion quasi, also ich glaube, ich muss meine Religion reformieren, dann kann ich einen Kriegsorden gründen. Ein Kriegsorden ist, also ein Kriegerorden ist immer etwas, was an deine Religion geknüpft ist. Und jeder, der deine Religion hat, kann den Kriegsorden rufen, um sich gegen eine fremde Religion zu verteidigen. Also, die sind halt katholisch. Und weil ich asatruisch bin, konnte er einen katholischen Kriegsorden zur Unterstützung rufen. Weil ich ihm den Krieg erklärt habe. Kostenlos. Es gibt unterschiedliche Kriegerorden unter Mittel. Jede Religion kann ihre eigenen Kriegerorden gründen. Und auch einfach unterschiedlich viele. Genau. Wir kriegen dann die Joms-Wikinger. Aber ich glaube, meine Religion muss erst reformiert sein. Damit das geht. 400, 500, easy, irgendwie sowas. Stimmt, er muss mit Freundlichkeit bezahlen, aber wenn du quasi selber den Kriegsorden gründest, dann kannst du ihn kostenlos rufen. Wow, Jochine. Die nordmannische Kultur. Okay, krass.
Aber ich kann trotzdem noch keinen Kriegsorden gründen. Also irgendwas fehlt noch. Meine Mutter hat sich totgesoffen. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. In der Dynastie sauft sich jeder zu Tode. Hey, wie frech ihr seid. Wie fucking frech ihr seid. Dankeschön, Jani, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Okay, lol. Und Dankeschön, ihr Lieben. Danke, danke, Dankeschön. Ich kann nicht checken, weil ich hab's halt nicht mal als Vorschlag, so. Also ich kann, es wird mir nicht vorgeschlagen, deswegen weiß ich nicht, was für den Kriegerorden fehlt. Vielleicht, ich glaube immer noch, dass ich noch irgendwas in der Religion machen muss dafür. Hab man noch mal nachgelesen, für normale Kriegerorden muss der Glauben reformiert sein, die Jomsvikinger bilden die einzige Ausnahme. Dann hatte ich fast recht. Das heißt, die Jomsvikinger werden, also wahrscheinlich kommen die dann, vielleicht muss die Kultur weit genug entwickelt sein, das kann es auch sein, dass die Jomsvikinger vielleicht irgendwie an eine Jahreszahl gebunden sind, quasi, dass wir erst, vielleicht müssen wir ins Mittelalter, ins Hochmittelalter oder so dafür, müssen wir mal gucken. Du brauchst Land in der südlichen Ostsee. Was ist denn die südliche Ostsee? Wo fängt die denn an? Hier? Okay, dann holen wir uns da drüben was. Alles klar, probieren wir das. Dann komme ich nicht mehr rechtzeitig hin, ne? Ultra ärgerlich. Sonst haben die da hinten was eingenommen. Mein kleiner Junge ist nachdenklich geworden. Okay, I see. Aber nachdenklich ist prinzipiell eine gute Sache. Das heißt, er wird potenziell echt einfach mein Reichsgode. Das gefällt mir. Mal gucken, dann bilden wir die einfach hier aus, damit der richtig klug wird. Muss den da hinterherlaufen. Die rennen halt von mir weg und ich muss den hinterherrennen, weil sonst greifen die da drüben gleich meine Armee an und dann bin ich richtig am Arsch. Weil die mir das dann gleich hier angreifen und das wäre ultra nervig. Also darauf wird es auch hinauslaufen. Weil ich wahrscheinlich nicht rechtzeitig hinkommen werde. Einfach hinterherrennen und hoffen, dass meine Armee da ist, bevor die andere geschlagen wird. Das wäre sonst echt nervig. Ja, geil. Wir bleiben hier stehen. Glück gehabt. Glück gehabt. Oh, mein Kater hat mir 2 Gold gesammelt. Süß, süß, süß. Gibt es die vielleicht schon? Dann müsste ich sie doch schon rufen können, eigentlich, oder? Nur mal gucken.
Nö, gibt's noch keine. Gibt noch keine asatruischen. So, das müssen wir gewinnen. Das müssen wir ganz dringend gewinnen. Jawohl, und du nimmst dort weiter Sachen ein. Ja, easy. Easy. Zerschlagen. Zertrümmert und zerschlagen haben wir das. Oh, und wir haben auch den Sohn. Und wir haben auch den Sohn. Kriege ich das schon? Ich krieg's noch nicht durchgeboxt. Aber fast. Aber fast. Sehr schön. Ja, bleib da. Nein, nein, nein. Bleib da. Belagerer stationieren. Und dann gehen nur die, die nicht belagern. Ansonsten wird das zu viel. Aber das müsste jetzt eh langsam hochtickern, oder? Wobei. Und das müssen wir, müssen hier auch gleich die Armee halbieren. In der Hoffnung, dass die sich hier gleich auch holen. Mal schauen. Versorgungsschwelle 2400, 1700. Ach du Scheiße. So, in dem Gebiet, Versorgungsschwelle, da sollte das jetzt doch wieder hochgehen eigentlich. Ja, da geht es jetzt wieder hoch. Über Versorgungsschwelle. Der schafft es immer noch nicht. Okay, da geht es jetzt wieder hoch. Was ist hier? Hier geht es auch wieder hoch. Okay, perfekt. Nice, nice, nice. Damit meine Armeen nicht alle komplett zerfallen. Die verhungern einfach alle. Die verhungern halt einfach alle. Da stehen bleiben. Ja, geh damit rein, sicherheitshalber. Ja, das ist ein großer Kampf. Ja, und das ist fertig. Gut, dann haben wir das Gebiet jetzt eingenommen. Und dann wollen wir dieses Gebiet aber auch direkt wieder abgeben, weil wir wollen dieses Gebiet gar nicht haben. Wir wollen dieses Gebiet eigentlich gar nicht haben. Nimm es. Nimm es und sei dankbar und glücklich, weil ich will es nicht haben. Ich wollte nur dafür sorgen, dass hier alles schön einheitlich blau wird. So, dem kann ich leider gerade nicht nochmal den Krieg erklären. Weil wir gerade Krieg geführt haben, aber der schafft das jetzt wahrscheinlich auch alleine. Oh, okay. Eigenwillig, feige oder faul? Definitiv eigenwillig. Definitiv eigenwillig. Und dann halt hoffen, dass wir da vielleicht noch was anderes, vielleicht noch eine Alternative stattdessen reinbekommen, die besser ist als eigenwillig, weil uns das wieder Bildungswert kostet, den wir nicht haben wollen. Hui. So. Haben wir noch irgendwas Relevantes, Neues? Nee, immer noch nicht, ne?
Sonst hat sich eigentlich nichts getan. Sonst ist eigentlich alles gerade entspannt. Die Pilgerreise hätte ich halt wirklich gerne noch. Die Pilgerreise hätte ich wirklich, wirklich, wirklich gerne noch. Aber das braucht halt auch einfach immer noch, bis wir da wieder hin können. Das ist ein bisschen doof. Aber wir sind auch bald erhaben, dann können wir auch einfach noch ein Königreich einnehmen. Für die Dynastie der vielen Kronen. Wir haben halt echt nicht so viel zu tun, weil wir auch keine Kinder kriegen gerade. Ne? Wir kriegen halt keine Kinder. Right now. Feige oder faul ist wie Pest oder Cholera. Ja. Ja, ist es wirklich. Ist es wirklich, wirklich. Leider. Leider. Ich habe das Gefühl, diese Frömmigkeit geht so langsam hoch. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe das Gefühl, die geht so unendlich langsam hoch. Weil der einfach so... Weil der halt auch einfach so doof ist. nee, du kannst nicht, du kannst deine Frau nicht verführen, nein, nein. Weil wir keine... Oh doch, kann ich. Kann ich? Echt? Das wundert mich gerade. Eigentlich dürfte es nicht gehen. Haben die das geändert? Also ich kann halt, Liebesdinge kann ich nicht machen. Also sie kann nicht meine Seelenverwandte werden. Das kann ich nicht. Aber verführen kann ich tatsächlich. Aber man kann einfach spaßhalber homosexuelle Affären haben, ja. Naja, das kann man. Das kann man auf jeden Fall. Das wundert mich, dass ich meine eigene Frau verführen kann. Aber ich will auch gar nicht. Ich habe gerade eine perfekte Erbfolge. Also wenn ich kein Kind mehr bekomme, wäre das richtig gut. Weil dann setze ich den kleinen Mann einfach als Reichsgoden ein. Dann erbt er nicht. Sollte ich das nicht schaffen mit der Legitimierung rechtzeitig. Ansonsten wäre die Familienlinie der Homosexuellen zu Ende. Nee. Nur weil du jemanden nicht verführen kannst, heißt das ja nicht, dass du nicht in der Ehe trotzdem heiratest. In der Ehe nicht trotzdem bimberst und trotzdem Kinder kriegst. So. Also, hallo Rico. Du kannst auf jeden Fall Kinder bekommen, obwohl du homosexuell bist. Das funktioniert ohne Probleme. Aber ich bilde mir ein, dass man nicht dingsen konnte. Ich bilde mir ein, dass das mit den Liebesdingern neu ist. Den Ehepartner konnte man doch schon immer verführende Liebesdinge machen. Ich glaube nicht. Ich glaube nur, wenn die sexuelle Orientierung stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Update ist, das mit den Ehen gekommen ist, dass du jetzt eben homosexuell auch heiraten kannst, dass sie das vielleicht als Lösung eingebaut haben. Also ich bilde mir ein, dass das neu ist. Es war immer 0% Chance damals. Ja, ja, deswegen meine ich damit, dass es nicht ging. So, weil wenn ich jetzt halt auf sie gehe, dann habe ich für Verführung 95% Wahrscheinlichkeit. Das war definitiv nicht, das war definitiv doch nicht möglich damals. Oder? Es war doch immer irgendwie null oder so. Also es geht ganz gezielt um die andere sexuelle Orientierung. Hallo Dragonfly. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen lost. Das wäre auch nicht unwahrscheinlich, dass ich einfach ein bisschen lost bin. Ist nur andersrum mein Problem. Ah, okay, du meinst, wenn mein Partner homosexuell ist, kann ich keine Liebesdinge machen, weil der Partner kein Interesse an mir hat. Meint ihr? Okay, I see.
Alter. Wie viel Scheiße der gebaut hat, einfach. Wie viel Scheiße der Dude gebaut hat, einfach. Wisst ihr was? Im Zuge unserer Freundschaft würde ich ihn als einfach begnadigen. Im Zuge unserer Freundschaft würde ich den jetzt einfach begnadigen. Und gut ist. Das passt schon. Also ich stelle die ganze Zeit auf 1 runter. Das ist ein bisschen doofi. Gut. Alter, wie viel mich das auch kostet. Right now. Oh, wie lange das braucht. Mit der Frömmigkeit. Ha. Mein Lehnsherr, auf ein Wort bitte. Mein Ratskanzler Graf Boris kommt während einer kurzen Pause von Hofangelegenheit auf mich zu. Er deutet in Richtung einer weniger beliebten Stelle im Raum und ich folge ihm dorthin. Ich bin über den Zustand der Burg von Sigtuna beunruhigt. Während einer Versammlung bemerkten wir alle einen grässlichen Gestank. Er muss aus den Latrinen ein Stockwerk tiefer kommen. Ich bitte euch inständig, die Instandhaltung der vernachlässigten Teile des Gebäudes in Betracht zu ziehen. Das ist teuer gewesen. Der ist teuer gewesen. Dabei haben wir doch eh so viel. Dabei haben wir doch eh so viel rein investiert. Hallöchen, Reinolki. Die Buchhaltung ist wieder korrekt. Wie meinst du? Eine Frage, ist das neu, dass man schon mit 14 heiraten kann? 16 ist das Alter normalerweise. Du kannst Gefangene in Frömmigkeit umwandeln, umändern. True, das hatte ich komplett vergessen, dass ich die auch noch habe. Aber ich kann den Dude auch einfach bekehren. Und wie funny ist es, wenn ein Kreuzritter und Ordensmitglied, jetzt ist er kein Kreuzritter mehr, aber jetzt kämpft er für mich, obwohl er ein Ordensmitglied ist, aus dem Katholizismus. Viel zu witzig. Den richten wir hin. Den richten wir auch hin. Snorri ist gestorben. Trank sich zu Tode. So. Jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt. Wie hat sich das Reich jetzt zerrissen? England. So, das ist der eine Dude. Wer ist der Dude? Wer ist dieser Dude? Wer ist das? Woher kommt der? Ja, das ist eine Nebenlinie. Also das ist alles auch mein Haus. Das ist alles großartig. Aber woher kommt der? Weil König Snorri war ja... Oh, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ist die andere Frage. Okay, wartet mal. Das ist alles ein extrem krasses Chaos. Okay, ich bin da. Und irgendwo hier drinnen... So, und hier drüben wurden Unterhäuser gebaut. Okay. Und König Snorri war... Wo war der jetzt? Prinz Bagge. Da war König Snorri. Das war mein Onkel. Okay. Und aus seinem Ding hat niemand... geerbt, aber dafür hat dann der hier geerbt.
Der Sohn von Herzog König Olaf? Ach, das ist ein Kreis, deswegen ist das so verwirrend. Also Prinz Loki hat eine Tochter und die hatte mehrere Kinder und da kam Snorri raus und gleichzeitig hatte ihr Bruder auch Kinder und da kam der hier raus. Das heißt, die sind Cousins. Sein Cousin hat geerbt, okay. Gut, dann wissen wir jetzt, wer das ist. Das ist schön, dass wir das jetzt wissen. Der ist halt nicht so gut in den ganzen Sachen, ne? Der hat halt nicht so gute Diplomatie und alles Werte. Machen wir mal gucken, ob wir den in den Rat setzen. Momentan sieht es noch nicht so aus. Endlich ist der Stammbaum ein Kreis. Ja, vor allem sind die da jetzt auch schon, also die, da sind schon wieder Leute dafür, den abzuwählen. Also das wird jetzt ein richtiges Chaos werden. Und der Dude will jetzt unabhängig werden von mir. Und das müssen wir irgendwie verhindern. Die Frage ist nur, wie? Ja gut, wir haben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir den einfach tot bekommen. So löse ich das Problem mit seiner Unabhängigkeitsfraktion auch, indem ich ihn einfach töte. Und dann würde der erben. Und der mag mich. So. Wir wollen unbedingt Glaubensikone haben. Wir wollen unbedingt Glaubensikone haben und danach Prophet dann. Nee, habe ich nie gemacht, Flockschein. Aber es ist einfach Gewöhnungssache, tatsächlich. Einfach Gewöhnungssache. Der hat halt auch keine Kinder, die irgendwie für ihn, also wo ich sagen könnte, da verheirate ich mein Kind oder sowas rein. Wir müssen den einfach loswerden. Das bringt nichts. Das bringt sonst nichts. Aber wir wollten Mecklenburg einnehmen, ne? Wir wollten ja Mecklenburg einnehmen. Das hatten wir ja noch für die Joms-Wikinger. Ja. Der hat leider schneller ausgehoben als ich und ich war zu nah dran. Ich war zu nah dran mit meiner Armee. Upsi.
Gut. Dann haben wir das. Was haben wir hier? Der will immer noch seine Unabhängigkeit. Okay, das ist aber alles nicht wirklich kritisch right now. Und hier haben sich lauter Leute freiwillig eingemischt mittlerweile. In 9 Monaten ist der also potenziell tot. Und der kann ihn zu schwach, um ein Ultimatum zu stellen. Das wird also einfach noch ein bisschen brauchen. Jawohl. Dann ist das eh alles voll entspannt. So, dann wollen wir hier mal Belagerer stationieren und direkt weitermarschieren. Damit wir den Krieg so schnell wie möglich erledigen. Ich will gar nicht, dass sich das hier irgendwie unnötig lange zieht. Einfach fertig machen. Ich will eigentlich nur die Joms-Wikinger gründen. Der einzige Grund, warum ich das Gebiet hier unten einnehme, ist, weil ich schauen möchte, ob das mit dem Kriegsorden klappt. Weil das cool wäre, einen zu haben. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber es wäre schön, wenn die aufhören würden, von mir wegzurennen. Also das nervt mich ein bisschen. Jetzt haben wir sie eingeholt. Und gerade sagen, das nervt mich ein bisschen, dass wir denen da die ganze Zeit hinterherrennen müssen. Das muss halt nicht sein. So. Iva, diese Katze muss weg. Meine Gemahlin, Hochkönigin Gita, hält Graupelz am Nacken, mit roten Augen und Trief in der Nase. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann kaum mehr atmen, wenn dieses Tier in der Nähe ist. Das kannst du vergessen. Diese Katze zieht nicht aus. Du ziehst aus. Ich kann den nicht in den Rat packen, Mato. Mit einem Bildungswert kannst du niemanden, also du kannst leider, Bildung ist leider die Glaubensgeschichte, du kannst den König nicht in den Rat als Glaubensposition setzen. Geil, wir haben ein feindliches Banner. Wir haben ein feindliches Banner, das heißt, wir können immer das Mecklenburger Banner haben wir uns hier geholt. Das heißt, wir können jetzt einfach ganz frech Also wir können das nirgendwo hinpacken, ne? Weil das noch ein, ja, egal. Ich möchte meinen Banner nicht abhängen. Normale Reaktion, ja, komm, also. Was ist das nochmal gewesen? Kein Plan, was die wollten. So, hinterlistig, ehrlich, demütig. Du wirst sowas von hinterlistig. Ey, du musst meine neue Erbin werden. Demütig, what the fuck? Oh. Was will er denn haben? Welches Dynastie-Banner? Ach so, nein. Das kriegst du nicht. Okay, was haben wir da jetzt für einen Krieg, den er mir da erklärt hat? Okay. Niemand von denen kommt mit denen allein klar, ne? Niemand von denen schafft das alleine. Und ich bin, glaube ich, mit dem auch gar nicht verbündet. Mal gucken. Muss ich wahrscheinlich gleich selber machen. Das ist auch kein Problem. Das größere Problem ist eher, dass mir der jetzt da weggelaufen ist. Und jetzt da drüben meine Armee schlachtet und ich wahrscheinlich nicht rechtzeitig hinkomme, weil ich einfach so viele Pop-ups gerade gleichzeitig hatte, dass ich das übersehen habe. Dass der da einfach zurückgeflohen ist und mir jetzt meine Belagerer da meuchelt.
Was extrem nervig ist. Also nicht, weil er die Leute gemeuchelt hat, sondern weil ich halt die Stadt schon fast eingenommen hatte. Und jetzt muss ich da halt nochmal hin und neu anfangen. Und das ist extrem ätzend. Das ist extrem ätzend. Aber zumindest kriege ich die jetzt alle gefangen. Weil die stehen da jetzt alle drinnen. Und da rennt jetzt noch, ist noch die andere Armee reingelaufen. Und das ist ganz cool. Ich muss nur gleich da oben den anderen Krieg auch, boah, den anderen Krieg da oben auch gleich noch machen. Das ist mir ein bisschen zu viel Krieg auf einmal. Vielleicht rufe ich da doch gleich noch mal jemanden mit rein. In die Schlacht. Mal gucken, ob wir da vielleicht doch gleich noch mal jemanden mit reinrufen. Ich will da gerade nichts machen. Aber ich habe jetzt da oben... Oh, das wird unangenehm. Das wird richtig unangenehm, das da oben zu machen. Ich will das nicht. Ich will nicht zwei Kriege gleichzeitig führen. Das Problem, das ich eher gerade habe, ich habe halt sehr viel Angst, dass der das jetzt ausnutzt gleich und mir auch noch den Krieg erklärt, während der andere Krieg noch läuft. Das wäre extrem scheiße, weil dann habe ich ein echtes Problem. Also jetzt gerade ist noch alles entspannt. Jetzt gerade ist noch alles okay, aber wenn mir der jetzt auch gleichzeitig noch einen Unabhängigkeitskrieg erklärt, dann habe ich da oben eine Front mit 10.000 und dann habe ich da drüben eine Front mit 10.000, beziehungsweise mit 4.000, aber das wird dann echt scheiße. Das heißt, der muss sterben, bevor er stark genug wird, um eine Stellung, also um quasi die Unabhängigkeit zu fordern. Das muss davor passieren. Und das ist die Frage, ob das rechtzeitig wird. Jawohl. Ist tot. Geil. 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 Und jetzt haben wir so einen kleinen 12-jährigen Jungen, der das Ganze hat. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Damit haben wir das. So, und ich muss aber da gleich nach oben. Dankeschön, Taufred, für die 10 Monate und Dankeschön, Edinator, für die 7 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ein Orden wäre jetzt gut. Kann ich gar nicht, weil die asotroisch sind, die mich da oben angreifen. Könnte ich gar nicht nutzen. Ja, Pia ist sehr, sehr pleite sogar. Pia ist sogar sehr, sehr pleite. Das ist absolut korrekt. Das ist absolut korrekt. Pia ist unheimlich pleite. Und Pia findet es unfassbar scheiße, dass sie so pleite ist. Pia kann auch nichts machen dagegen gerade. Jawohl. So, das gehört jetzt uns. Und jetzt muss ich hier wieder alle ausheben. Weltklasse. Nicht. Oh, mir fehlt halt das Geld, um meine ganze Armee mit voller Macht ausheben zu können. Ich habe halt einen Verschleiß, weil ich arm bin. Was extrem nervig ist. Der will halt nur diese kleine Grafschaft da oben haben, ne? Ja, nimm's. Whatever. Nimm's. Dem Dude werde ich auf jeden Fall die Hölle heiß machen, weil ich den, ich werde sein Königreich nachher einnehmen. Aber das ist halt... Aber das ist halt einfach nicht wert. Also ich bin halt einfach, mega, mega verschuldet. Und das würde sich mehrere Jahre jetzt ziehen und meine Armee ist halt nicht in der vollen Pracht. Das heißt, ich warte jetzt lieber, dass sich mein Geld fixt. Und wenn sich mein Geld gefixt hat, dann
fahre ich gegen sein ganzes Königreich, weil der hat jetzt auch gerade Söldner, der hat Geld für Söldner ausgegeben, 5000. Die laufen halt aus. Und wenn die ausgelaufen sind, dann werde ich dem wahrscheinlich einfach nochmal den Krieg erklären. Und werde dann aber auch gleich einfach sein ganzes Königreich einnehmen. Ach, der hat sogar nur ein Oberhäuptlingstum. Ja, sieh mal an. Das ist ja lustig. Das ist sogar nur ein Herzogstitel, den er da trägt, ja. Aber ich glaube, ich müsste trotzdem in sein ganzes Königreich oder irgendwie so einen, müssen wir gleich gucken. Dann kann ich ihm das alles auf einmal abnehmen und Problem ist gelöst. Und dann ist durch. Dann ist durch. So, wir können jetzt entweder auf Ahnenarchitektur gehen. Oder auf Generationenkriegslust, was auch krass wäre. Die Sachen sind alle krass, ne? Diese Sachen sind wirklich alle krass. Aber ich würde actually auf Ahnenarchitektur gehen tatsächlich, weil wir halt dann auf 80 Jahre und mehr kommen und dann haben wir halt einfach Lebenserwartung plus 5. Das ist halt ultra strong, wie weit wir da unten sind. So Lebenserwartung standardmäßig auf plus 5 Jahre, Ahnenarchitektur auch einfach mega sick. Wir könnten halt Albinos haben. Wir könnten halt einfach Albinos haben in unserer Dynastie. Das wäre halt crazy. Das wäre halt crazy, crazy. Das wäre halt cool. Wie steht ihr zu Albinos? Chat. What do you say about the Albinos? Ich mag die Riesen nicht so gerne, weil die einen Gesundheitsmalus geben. Fruchtbarkeit ist der Hase, genau. Fruchtbarkeit ist eine Katastrophe. Also Fruchtbarkeit, da weißt du, wie viele Kinder ich dann habe. In jeder Runde, die ganze Zeit, dann hört das nicht mehr auf mit den Kindern. Dann hast du einfach hunderte Kinder. Ich will nicht so viele Kinder haben. Das kriege ich mit der Erbschaft alles nicht hin. Kerngesund haben wir ja sowieso schon. Standardmäßig drinnen. Also wenn dann bin ich für die Albino-Geschichte, weil ich halt das, ich finde, dass die halt mega cool aussehen. Ich finde, dass die halt mega cool aussehen. Und dann hätten wir halt so Albino-Hexen, so. Naja, Leute, die drei Sachen haben wir sowieso. Also, die sind ja sowieso drinnen die ganze Zeit. Also, das ist halt ein Waste. Eigentlich braucht man das alles nicht, wenn man eh dahin drauf züchtet. Ja, außer Albinos, weil Albinos zählt als negative Eigenschaft. Und diese ganze Geschichte hier sorgt dafür, dass wir weniger Albinos reinkriegen und damit würde ich wieder mehr Albinos reinkriegen. Naja, allgemein um minus 10, das finde ich nicht so schlimm. Das werden wir natürlich erschrecken, plus 15. Ich mach das jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach. Weil dieses Kerngesund und robust und den ganzen Spaß, den haben wir ja eh. Den haben wir ja sowieso schon. Was mich daran erinnert, dass ich meine Blutlinie weihen kann, sobald Asatru organisiert ist. Und wenn wir eine geweihte Blutlinie haben, dann kriegen wir ja da nochmal einen Bonus. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau macht. Dann werden wir Leistern, Bekanntheit, der Eifer steigt. Ja. Das können wir auch noch machen. Achso, und ich glaube, die Blutmutter, das andere haben wir auch schon. Mit dem anderen Bonus.
Ach, der mag mich nicht, ne? Der mag mich nicht. Dann sorgen wir mal dafür, dass der keinen Aufstand gegen mich starten kann. Ach, meine Frau ist schon wieder schwanger geworden. Crazy. Nice. Und schon kann er keinen Aufstand mehr gegen mich starten. Nice, nice. Nice, nice. Alles wieder gelöst. So, kann ich jetzt eigentlich meinen Kriegsorden gründen? Nö, immer noch nicht. Brauche ich noch mehr hier im Norden? Paranoid, ehrgeizig, sadistisch. Ehrgeizig. Ach, der ist appetitlos gerade. Das ist nicht so schön. Wie feudalisiere ich Sachen? Weiß jemand von euch, wie das geht? Wie feudalisiere ich etwas? Das da? Ach, das ist ja scheiße teuer. Hallo Sun, das ist ja scheiße teuer. Die wollen mich ja wohl verarschen. Die wollen mich ja wohl verarschen, ey. Brauchst du nicht eine Burg in dem Gebiet für den Orden? Ah, dann kann ich wahrscheinlich deswegen den Orden da noch nicht reinschicken. I see. Dann gehen wir mal ein paar Sachen klauen. Dann lasst uns vielleicht erstmal ein bisschen plündern gehen. Hallo Christoph. Dann werden wir eh nicht drum herum kommen, da noch Geld zu besorgen. Einfach 275 zusätzliche Steuern. Ja, der Dude hat auch echt einen guten Wert, muss man sagen. Der Dude hat auch echt einen guten Wert. Auf nach Frankreich, Sachen klauen. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor Frankreich, muss ich sagen. Aber wir sind in Lothringen da. Wir sind ja in Lothringen. Die sind nämlich recht stark und in Westfrankreich, da kann ich nicht mehr rein. Der ist mir ein bisschen zu stark geworden in letzter Zeit. Also müssen wir jetzt in Lothringen Dinge klauen. Ich hoffe halt, dass die sich jetzt alle stückchenweise mal wieder gegenseitig in die Haare kriegen. Mir ist das alles ein bisschen zu friedlich da in Zentraleuropa, muss ich sagen. Also ich würde das gut finden, wenn da mal was Neues weitergehen würde. Ach, mein Radspitzel ist gestorben. Mal gucken. So. Ja, ich weiß schon, dass ich eine höhere Glaubensdings haben müsste, aber die Entscheidung müsste trotzdem da sein. Also, aber ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass es nicht feudal ist, das Ding wahrscheinlich. Oder ich brauche mehr Gebiete. Aber wir werden es rausfinden. Also wir sind ja eh dabei. Ich möchte nur unbedingt endlich eine Pilgerreise wieder machen. Meine Frömmigkeit ist so langsam. Meine Frömmigkeit ist, also wirklich, die bewegt sich nicht voran. Ich muss, glaube ich, auch einfach viel mehr Krieg haben. Viel mehr Krieg, dann kann ich mehr Menschen töten. Oder wir machen einen Großbljot. Großbljot müsste mir eigentlich auch erstmal ein paar Leute entführen, dann Großbljot und dann opfern. Der Name deines Reichsboden. Bo. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, ich habe noch einen Sohn bekommen. Einen guten Sohn.
Nicht noch ein Snorri, wir haben schon einen Snorri. Dark. Dark und Snorri. Ein gutes Kind geworden. Der ist definitiv von mir. Der ist safe von mir. Bleibt der Kriegsorden bestehen, wenn du Azathoth reformierst? Müsste eigentlich. Also wenn ich nicht doof bin, dann müsste der eigentlich bestehen bleiben, ja. Haben die ganzen Franken noch die Carling-Dynastie wie in Crusader Kings 2 und sind alle miteinander verbündet? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich habe noch nie mit den Franken gespielt, also... Aber ich glaube nicht. Mein Spielererbe ist gerade Kannibale geworden. Schön. Schöne Sache. Das sind die schönen Dinge, die man braucht. Ha! Wir bekommen Besuch. Okay, wir haben es übertrieben. Die finden es nicht so gut, dass wir Aachen plündern. Ups, sind schon wieder weg. Tschö. Tschö. Der holt uns gleich. Ach, der holt uns gleich. Oh, wir gewinnen das. Ja, easy. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir sind stärker. wie konntest du denn schon auf Feudal wechseln, wenn du deinen Glauben noch nicht reformiert hast? Ich habe die Errungenschaften Hochseekönigreich der Nordsee gegründet. Das ist dieses Achievement, wenn du als König, als Feudaler, nordischer König, was war es, England, Norwegen, Dänemark und ein paar Gebiete an der Nordküste 30 Jahre lang hältst, mit keinem höheren Titel als König. Dann kannst du das Hochseekönigreich der Nordsee gründen, was dir einen speziellen Titel mit einbringt und du wirst feudal. Sollte das gerade Love and Marriage sein, was du da gerade gesungen hast? Nein. Nein. Nein, das würde ich niemals machen. Ich würde niemals so komische Dinge von mir geben. Wenn die Plünderer deren Hauptarmee schlagen, es sind halt Nordmänner, die sind halt groß und mächtig und stark. Ui, da gibt's einen Komplott gegen mich. Thronanspruch. Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Thronanspruch gegen mich gefällt mir überhaupt nicht. Jomsen kannst du nur als Stamm gründen. Wenn du feudal bist, geht das nicht mehr. Dann haben wir jetzt rausgefunden, woran es liegt. Okay. Dann haben wir jetzt rausgefunden, woran es liegt. Dann habe ich das in der falschen Reihenfolge alles gemacht. Okidoki, danke für den Hinweis. Dann wissen wir das jetzt endlich. Sad. Sad. Wieso darfst du noch plündern? Das ist die Eigenheit meiner Kultur. Die Wikinger können weiter plündern, auch wenn sie feudal sind. Die Katze hat mehr Event als mein Kaiser. Ja, Katzen sind auch wichtig, wie es aussieht. Aber wir haben ein bisschen Prestige und Geld und Sitz geholt. Gönnung. Oh Gott, ich bin in der falschen Provinz. Ich bin in der falschen Provinz. Ich dachte, das wäre mein Gebiet. Das ist auch blau.
Nein. Oh, das ist auch blau, das ist auch blau, das ist auch blau. Ich hab's übersehen, es tut mir leid. Shit. Es ist auch blau, ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Komm, geht da rein. Geht da rein. Komm schon. Flieht, ihr Narren. Oh Gott, flieht, ihr Narren. Oh nein, ich hätte weiterlaufen sollen. Ich hätte weiterlaufen sollen. Warum bin ich nie weitergelaufen? Flieht, ihr Narren. Oh, Pain. Warum kommt da noch mehr Armee? Oh Gott, da kommt noch mehr Armee. Nein, da kommt noch mehr Armee. Oh nein, mach sie weg, bevor die andere Armee da ist. Oh mein Gott. Oh. Wie die ihre ganzen Armeen in mich reinschicken. Oh. Ups. Ich bin blau, es tut mir leid. Ja, das ist, ich habe das irgendwie ein bisschen anders, also. Aber ich bekomme jetzt hier zumindest meine Glaubenspunkte, weil ich hier Krieg führe. Das gefällt mir gut. Zumindest etwas. Pia ärgert die Franzosen. Hä? Nein. 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 Oh, und meine Tochter ist erwachsen geworden. Mach sie zu einer Schildmaid. Mach sie zu einer Schildmaid. Ja. Jawoll. Mach sie zu einer Schildmaid. Nice. Jawoll. Das ist eine gute Tochter. So stelle ich mir eine Tochter vor. Das gefällt mir. So, und dann, wir haben immer noch keine Pilgerreise. Aber jetzt, also jetzt kriegt sie auch noch den Kriegshöflingsbonus. Die wird jetzt richtig heftig werden. Richtig schön. Ist das berühmte Banner besser als das grüne? Sehen wir gleich. Den Kreisel kann ich nicht nutzen, das ist halt was für Kinder. Mal kurz an den Thronsaal. Iva, ihr seid im Kampf erprobt, doch fürchten euch eure Feinde wirklich, sagt Swain. Ich habe schon gesehen, wie Swain sich auf dem Schlachtfeld in eine unmenschliche Wut hineingesteigert hat und ich habe zahllose Feinde vor seiner heulenden Gestalt fliehen sehen. Zeuge von einem Berserkergang von Swain zu werden, ist wie Zeuge des Zorns von Odin selbst zu werden. Setzt euch mit mir vors Feuer, lasst uns unseren Zorn aufrufen. Ich habe gerade aus Versehen den Herzog getötet. Und jetzt bin ich ein Berserker. Aber habe Stress. Ich habe gerade wen getötet, aber dafür bin ich ein Berserker. Erstmal schnell die Katze streicheln, das hilft. Erstmal schnell die Katze streicheln, das hilft. Streichelt die Katze. Und dann geh jagen. Das hilft auch gegen den Stress. Ups. Dankeschön, Gelonios, für die 2 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So, dann machen wir das mal schnell fertig.
Aber jetzt haben wir noch einen Berserker-Bonus bekommen. Das ist actually cool. Das ist actually sogar sehr, sehr cool. So, meine Lieben. Mein Ruhm ist weithin bekannt. Wir sind jetzt noch erhaben geworden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir uns ins Hauptmenü zurücksetzen und sagen, yo, das war ein echt erfolgreicher Spieletag heute. Holy shit. Also auch wenn das andere zeitlich nicht geklappt hat. Ich glaube, im nächsten Crusader Kings 3 Run sollten wir es, also in der nächsten Runde sollten wir auf jeden Fall die Reform endlich schaffen. Alter, ist mir. Hier könnte ihre Werbung stehen. Du bist so ein Frechdachs. Du bist so ein Frechdachs. Oh Mann, ey. Ah, oh, das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig, richtig cool.